Kranzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, hallo, mein Name ist Guido Buchwald und ich habe heute den Philipp und den Christian zu Gast. Das ist doch mal eine Einladung, Christian, oder? Ja, Wahnsinn. Das ist nämlich auch wirklich so, denn wir beide, Philipp, sind zu Gast bei Guido Buchwald, VfB-Ehrenspielführer, deutscher Meister, Weltmeister und freuen uns wahnsinnig, hier heute zu Gast zu sein und diese Spezialfolge des Podcasts aufzunehmen. Der Guido wird nämlich 60 am Wochenende und das ist doch ein gebührender Anlass, mal so richtig auf die Karriere zurückzublicken. Guido, wir hatten gerade schon ein Vorgespräch, du hast gesagt, ich muss da vielleicht auch schon ein bisschen überlegen. Ich hoffe, du bist trotzdem vorbereitet, hast Lust, dann lass uns loslegen. Ich würde gleich mal einsteigen, die Anfangszeit. Geboren in West-Berlin, mit 6 Jahren hier als junger Bub nach Wannweil bei Kirchentell ins Fort gekommen. Wie kam es denn dazu? Mit vier Jahren sind wir nach Reutlingen gezogen. Ganz einfach, meine Eltern, mein Vater war Beamter in West-Berlin, meine Mutter genauso, bei der Deutschen Bundesbahn. Aber es war unter russischer Verwaltung und da haben die, wo es in West-Berlin ist, Ost Geld bekommen, weil es russische Verwaltung war. Und da haben sich sehr viele damalige Beamte, Bundesbahnbeamte, beworben, einfach von der Insel Berlin damals weg aufs Festland, also hier. Und mein Vater hat dann in Reutlingen einen Posten angeboten bekommen und dann sind wir umgezogen. Die ganze Familie. Also ich hatte noch drei Geschwister. Also zu 6 sind wir dann ins Schwabenland. Und da war ich also 1,5 Jahren. Also ich war noch ganz jung. Ja. Deshalb hört man auch meine Sprache, mein Berlinerisch sehr gut daraus. Ja, ein bisschen, ganz kleines bisschen. Wie war das dann die Jahre danach? Ist da öfter mal wieder mal auf diese Insel zurückgekehrt oder wurde dann der Kontakt quasi abgebrochen, weil war ja noch, die DDR existierte noch und so weiter? Nee, wir sind schon mit dem Zug. Meine Eltern haben dann auch immer wieder solche Freifahrten auch bekommen, weil sie ja bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet haben. Und sind dann natürlich ein, zweimal im Jahr nach West-Berlin wieder zu den Verwandten und Bekannten und Freunden dann auch gefahren. Und es war für mich ja schon was Besonderes, weil gerade mein Geburtsjahr 1961, das war auch Bau der Mauer in Berlin. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit, an der ich mich jetzt persönlich eigentlich nicht so richtig erinnern kann. Ich war noch sehr jung, aber es war schon im Nachhinein was Bewegendes. Man nimmt das ja auch bis heute wahr, ne? Wenn man heute noch nach Berlin geht. Die Spuren der Vergangenheit sind ja allgegenwärtig. Ist es manchmal so, wenn du in Berlin bist, dass du da doch nochmal die eine oder andere Ecke siehst und sagst, da erinnere ich mich dran, das sind doch so Kindheitserinnerungen, wo ich so kleine Flashbacks habe oder nimmt man das dann heute auch so eher ein bisschen aus der Distanz wahr? Nee, also ich war wirklich noch sehr, sehr jung damals und natürlich sind wir immer wieder mal gerade zum Onkel oder zur Tante gefahren und natürlich später bin ich auch mal mit meinen Eltern einfach mal das ursprüngliche Wohnhaus haben wir mal angeschaut oder wo wir gelebt haben und wo auch meine Tanten und Verwandten gelebt haben. Also mein Vetter, der lebt heute noch in West-Berlin. Also von daher hat man schon irgendwo einen Bezug, aber so richtig Erinnerungen von damals habe ich gar keine mehr. Gibt es denn erste Erinnerungen an die Zeit, als du zum Fußball gekommen bist? War dein Papa derjenige, der gesagt hat, mein Junge, der spielt Fußball jetzt hier im Schwabeländle? Oder hat der kleine Guido den Finger gehoben und sagt, Papa, ich möchte anfangen, gegen den Ball zu treten? Wie lief das? Es lief eigentlich so, mein Vater hat gar nichts mit Fußball im Hut gehabt. Im Gegenteil, die haben sogar ein bisschen verhindert, dass ich sehr schnell zum Fußball gegangen bin. Aber meine zwei ältere Brüder waren auch Fußball begeistert und die haben mich dann immer wieder mitgenommen und es war dann schon mit 2-3 Jahren hat man eine Mannschaft auffüllen müssen und dann bin ich dann schon mit 2-3 Jahren habe ich dann schon mit den Älteren auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, was aber meine Eltern gar nicht so gerne gesehen haben. Da muss ich jetzt natürlich, das schreit direkt nach der Frage, die Position beim Kicken auf dem Bolzplatz als kleiner Junge, war die auch schon so ein bisschen vorgesehen oder hat man da vorne eher noch die überall und nirgends Buden gemacht? Genau, ja. Also überall und nirgends. Ja. Also es war wirklich so im Mittelfeld oder irgendwo hat man dann
einen hingestellt, wo eigentlich gerade ein Mann gefehlt hat. Also von daher war das wirklich auf dem Bolzplatz überall irgendwo, aber im Mittelfeld. Also ich bin, glaube ich, durch die ganze Jugend im Mittelfeld gewesen. So ein bisschen Art auch ein Spielmacher in den kleinen Vereinen, hier beim SV Wannweil dann auch jahrelang. Und ja, das war eigentlich so die Grundausbildung. Wie ging es dann, sag ich mal, zu den Blauen? Da ist er dann, das Ganze hat dann ein bisschen Fahrt aufgenommen, nehme ich mal an. Wenn man vom SV Wannweil zu den Stuttgarter Kickers, dann ist das ja schon eine Ebene. Da war drüber. Noch eine Zwischenstation, ein Jahr Blitzhausen. Okay. Ein Jahr Blitzhausen und zu den Blauen bin ich dann erst im zweiten A-Jugendjahr gekommen, also relativ spät, mit 17. Und es war einfach so, ich bin als einer der wenigen, die nicht beim VfB oder bei den Stuttgarter Kickers gespielt haben, in der württembergischen Auswahl gewesen. Und da habe ich dann Angebote bekommen, vom VfB auch, aber nur so ein ganz einfaches. Da hat Wohlfahrt hieß, der war damals der Kapitän von der VfB A-Jugend. Der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch zum VfB zu kommen. Und bei den Stuttgarter Kickers war das so, da war der Papa Steinbach, haben wir es immer früher gesagt, der Jugendleiter, der Trainer, der Rainer Philipp und auch die ganzen Betreuer, die haben sich richtig um mich gekümmert. Die wollten unbedingt, dass ich zu den Stuttgarter Kickers komme. Und da habe ich mich einfach geborgen und zu Hause gefühlt, einfach mehr anerkannt gefühlt. Und dann habe ich dort bei den Stuttgarter Kickers so einen ganz kleinen Vertrag unterschrieben, also mit Unterstützung vom Führerschein machen und so ein bisschen Fahrgeld, weil das ist dann schon eine große Strecke gewesen. Mein Alltag war nicht so einfach wie heute die Jugendspieler. Ich musste morgens um 5 Uhr raus, bin dann nach Esslingen-Mettingen, habe dort meine Lehre gemacht und dann anschließend mit der S-Bahn Stuttgart Hauptbahnhof, dann bin ich da abgeholt worden oder bin dann vielleicht auch manchmal mit der S-Bahn hochgefahren nach Dägerloch, trainiert und dann wieder zurück. Also es war... Aber also da hatte doch der Papa die Finger im Spiel. Der hat bestimmt gesagt, du wirst Elektroinstallier, du lernst was Scheiß nebenkicken, oder? Das hat er doch mit Sicherheit gesagt. Das war auch für mich ein Wunsch eigentlich. Ich habe mit Elektrik immer was zu tun gehabt. Das hat mich einfach fasziniert. Aber meine Mutter hat dann auch gesagt, später dann, als ich dann noch meine Lehre gemacht habe, mein drittes Lehrjahr, und die Stuttgarter Kickers wollten mich dann schon als Profi haben, dann hat meine Mutter gesagt, jetzt machst du erst deine Lehre zu Ende und wenn du deinen Gesellenbrief hast, dann kannst du machen, was du willst. Auf jeden Fall hast du dann immer noch die Sicherheit, eine Ausbildung oder einen Beruf zu haben. Und das war dann... Hat sich ja auch so durch deine weitere Karriere gezogen. Ich meine, man hat ja jahrelang von diesen ehemaligen Fußballern, auch heute ist es oft noch Thema, der VDV, der Verband der Vertragsfußballer, erhebt jedes Jahr mahnende Finger, dass viele Probleme haben, nach ihrer aktiven Karriere den Weg ins Leben sozusagen zu finden. Du hast schon immer quasi ein zweites Standbein gehabt. Wir sitzen jetzt hier in der Tennishalle. Du hast bist in der Morgenstern AG im Aufsichtsrat. Du hast das ist eine Firma für Dokumentenverarbeitung, wenn ich es richtig weiß. Hast eine Sportmarketing-Firma aufgebaut. Das war dann aber schon, also hatte da seinen Ursprung irgendwo in dieser Zeit, dass du gesagt hast, oder dass deine Familie darauf eingewirkt hat, zu sagen: Hey, also Fußball ist schön, aber da muss nebenher auch was passieren. Ja, ist richtig. Ich habe immer schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ist nach der Karriere, oder habe mir Gedanken gemacht und. Diese Halle jetzt hier, der Tenniscenter, habe ich 1989 schon gekauft oder erworben. Also von daher war das ja dann mitten in meiner Fußballkarriere. Ja, und ja. Es ist richtig, wir haben dann auch die Firma Morgenstern Buchwald aufgebaut. Erst mit 4, 5 Leute haben wir angefangen und haben dann 20, 25 Leute gehabt. Und dann haben wir das mit der Morgenstern AG dann wieder verbunden und haben die wieder integriert in die AG, weil wir hatten damals im Stuttgarter Bereich war die Morgenstern Buchwald zuständig und alles andere in Baden-Württemberg hat eigentlich die Morgenstern AG abgebildet. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir möchten das jetzt zusammen fügen und das war mir dann eigentlich auch ganz recht, weil dann ist man ja auch noch mal ein Stück größer geworden. Nochmal zurück zu den Blauen, diese Zeit damals, ihr habt was geschafft, das haben die Blauen seitdem nie wieder geschafft. Nämlich die deutsche Meisterschaft in dem U19, also A-Junioren-Bereich errungen. Der Trainer Wolfgang Dienelt, richtig? Nein, falsch. Falsch?
Wolfgang Dienelt war mein Mitspieler. Ah, der war ein Mitspieler, jetzt. Wolfi, okay. Ja, der Wolfi war Mitspieler. Von uns, okay, ja. Rainer Philipp war der Rainer Trainer. Philipp, so, jetzt. Ja. Nee, das ist ja, ja, wie soll ich sagen, ist ja auch was bleibt, oder? Ich meine, zu der damaligen Zeit. Absolut, wie allein wir. Die Reisen, die weiten als junger Kerl, so, ja, das ist ja schon prägend auch gewesen, nehme ich an. Absolut, damals ging es ja noch ein bisschen anders. Wir waren ja in einer Gruppe mit dem VfB Stuttgart. Da gab es dann die Gruppe Süd und Nord, also Baden-Württemberg oder Württemberg, nun Württemberg, nicht Baden-Württemberg. Und wir hatten da in der Gruppe natürlich den VfB Stuttgart, das war mit der größte Herausforderung. Ja. Und da kann ich mich noch erinnern, wir haben in Dägerloch vor 3.500 oder 4.000 Zuschauern den VfB da mit 4-1 geschlagen. Ich habe 2 Tore gemacht, ich war damals Mittelstürmer. Okay. Ich war Mittelstürmer und witzigerweise mein Gegenspieler war damals der Günter Schäfer beim VfB auf der Seite. Und das kriegt er ab und zu noch von mir zu hören. Damals 1979 habe ich dir 2 Eier reingelegt. In diesem Sinne, war mein direkter Gegenspieler. Ja, schöne Grüße an Günter Schäfer. Ja. Aber vielleicht mal, also mit diesen U19-Titel mit den Kickers, wenn wir uns den mal hernehmen, rückblickend, also auch mit Blick auf die ganze Karriere und was danach noch kam an Erfolgen, an Titeln, hat das einen Einfluss gehabt auf dich, auch auf dein Bewusstsein, Titel zu gewinnen? Also man spricht ja heute auch von vielen, die sagen, der hat viel erreicht, aber dieses Gefühl, einen Titel zu gewinnen, vielleicht auch schon in jungen Jahren, kann prägend sein für eine Karriere. Würdest du das sagen? Ja, jein, würde ich sagen. Auf einer Seite natürlich schon, wenn man was erreicht, wenn man in einem Jahrgang mit zu den Besten gehört und dann auch wirklich den Titel erreicht, ist eigentlich das schon irgendwo vom Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bringt es einen unheimlich viel weiter. Und das muss ich schon sagen, das ist schon so ein Ziel oder Ehrgeiz zu haben. Ich war auch keiner, der gern verloren hat. Ich war wahrscheinlich auch ekelhaft. Menschen haben mich dann auch nicht so gut leiden können, wenn ich verloren habe. Dann musste mal kurz nach einer Niederlage, mussten dann einige einen großen Bogen um mich schlagen. Erstmal Abstand halten, weil ich war da wirklich kein guter Verlierer, und das hat vielleicht auch ein bisschen geprägt, weil man immer alles geben wollte und Niederlagen, die haben geschmerzt und genagt an einem. Und natürlich, das war für uns, wir hatten auch schon damals, gerade Fußball, Teamspirit, wir hatten 79 bei den Stuttgarter Kickers ein Team, das war prägend. Wir waren vielleicht nicht von der Einzelspieler alle die Besten, aber wir haben ein Team gehabt, das war unglaublich. Und wir haben alle an einem Strang gezogen, und damals war es dann ja so, dass es dann ein Achtelfinale gab, nachdem wir Württembergischer Meister wurden, oder mussten dann noch Ulm schlagen von der anderen Liga, und dann haben wir gespielt in Hamburg, sind wir nämlich 3 Tage nach Hamburg hochgefahren, dann haben wir in Düsseldorf, und die haben wir alle unheimlich hoch geschlagen und haben dann aber auch nebenher noch unheimlich viel Spaß gehabt, und das war einfach eine tolle Zeit. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Übrigens, weil du gerade gesagt hast, nach Niederlagen war mit mir tagelang nicht, war eher nicht zu spaßen. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es auch während dem Spiel mal so kam. Wir haben nämlich mal zusammen oder gegeneinander Fußball gespielt. Ewigkeiten her, 2001 zum 90-jährigen Jubiläum des TSV Ensingen. Da habe ich für Ensingen gekickt. Ich komme daher, ich komme aus dem Ort. Und ihr seid mit der VfB-Traditionself da gekommen. Und ich war sozusagen dein Gegenspieler. In der ersten Halbzeit haben wir euch, glaube ich, sogar geführt, ganz knapp. Und kann sein, dass ich dir eine. Jetzt mal rausschneiden. Kann sein, dass ich dir eine verpasst habe. Jedenfalls bist du in der zweiten Halbzeit 2-3 Mal an mir vorbeigekommen, und es hat sehr weh getan. So sehr weh getan, dass ich die letzten 2 Ligaspiele für den TSV verpasst habe. Aber ihr habt es natürlich dann gewonnen, zu Recht, weil ihr euch natürlich gesagt habt, gegen die Truppe oder gegen die Landeier verlieren wir hier kein Spiel. Aber das gehört halt, also was ich eigentlich sagen will, das ist halt schon ein ganz, ganz prägender Bestandteil für jemanden, der egal was er für einen Sport betreibt, dass er eine hoch erfolgreiche Karriere führen kann, musst du genau diesen Ehrgeiz haben. Das hebt dich dann im Zweifel halt auch ab, nehme ich an. Ja, ist richtig. Aber natürlich, manchmal frage ich mich jetzt auch, jetzt im Alter oder wenn wir Traditionsspiele haben, und ich bin da manchmal immer noch so ehrgeizig, da sage ich auch, Mensch, jetzt gehst du auf 60 zu, jetzt mach doch ein bisschen langsamer, der Spaß
überwiegt natürlich auch. Ja. Und ich glaube, gerade in den letzten 2-3 Jahren bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden. Aber trotzdem, wenn ich auf dem Platz bin oder mich irgendwo dann subjektiv falsch behandelt fühle oder durch irgendwelche Gründe bringe ich nicht die Leistung, die ich selber von mir vielleicht fordere, dann kommt es immer wieder zurück, dass man einfach unausstehlich wird vielleicht teilweise. Aber nee, unausstehlich warst du nicht. Du hast mir nur sehr deutlich gezeigt, dass ich heute hier nichts mehr zu holen habe. Übrigens der einzige Nachteil am Format Podcast, dass ihr da draußen jetzt nicht sehen konntet, wie Philipp Meisel bei der Beschreibung der Szene vorhin sein Gesicht verzogen hat. Ja. Er sagt, da ist er ganz schön reingekriegt. Das hat echt wehgetan. Also das hat wohl wirklich wehgetan. Ich war auch kein Kind von Traurigkeit. Insofern, man musste auch, ich habe auch keinen Pieps gesagt, weil das gehört halt auch zum Sport. Wenn du austeilst, musst du auch einstecken können. Du hast Glück gehabt, dass du nichts gesagt hast. Titel mit dem Blauen, war das dann das zweite Mal, dass du ganz dick unterstrichen im Notizbuch von den Roten gelandet bist und bist dann der Wechsel direkt vollzogen worden nach dem Titel, weil zweites Jahr A-Jugend war das ja, oder bist du dann nochmal ein Jahr oben geblieben oder habe ich jetzt gerade irgendwas verwechselt? Ich habe 4 Jahre zweite Liga gespielt mit den Blauen. Stimmt, genau, richtig. Ich bin dann gleich, habe gleich einen kleinen Vertrag bekommen und habe dann 4 Jahre bei der Stuttgarter Kickers zweite Liga gespielt. Und 1983 hatte ich dann einige Angebote von Erstligisten, unter anderem ein sehr intensives und sehr konkretes, tolles Angebot von Borussia Mönchengladbach. Okay. Der Jupp Heynckes war damals Trainer, Grashof war der Sportchef. Und ich bin da auch, und der VfB Stuttgart hat mich immer ein bisschen hingehalten. Die haben mir gesagt, wir müssen erst einen Spieler verkaufen, damit wir die Ablöse zahlen können. Da ging es um 400.000 D-Mark oder 450.000 D-Mark. Also alles wie immer. Und damals gab es noch kein Handy und gar nichts. Und dann war ein freies Wochenende und dann hat der Jupp Heynckes wieder bei mir angerufen. Ich soll doch einfach mal jetzt hochkommen. Und dann bin ich dann sonntags nach Gladbach hochgefahren. War ein super Gespräch, war alles, für mich war es klar, die möchten mich auch, so wie damals die Stuttgarter Kickers mich wollten. Und für mich war es klar, jetzt auf der Rückfahrt macht man sich Gedanken, man ist 4-5 Stunden im Auto und ich gehe nach Gladbach, auch wenn ich die Heimat dann verlasse irgendwo. Und dann bin ich abends um 10 oder 11 wieder bei mir in Reutlingen, bei meinen Eltern, also zu Hause wieder angekommen. Ich habe noch daheim gewohnt. Und dann habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen, habe den Axel Metzler angerufen und habe gesagt, Präsident, also ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe nach Borussia Mönchengladbach. Dann ist er aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und jetzt wartest mal eine halbe Stunde, er telefoniert mit dem VfB Stuttgart. Bei ADM, Axel Metzler und Gerhard Meyer-Vorfelder waren sehr gute Freunde. Und dann hat er mit Gerhard Meyer-Vorfelder telefoniert. Eine halbe Stunde später ruft dann der Ulrich Schäfer bei mir an. Ich soll sofort runterkommen zum VfB, einen Vertrag unterzeichnen. Ja. Also ich musste dann schon, ich habe keinen Manager gehabt, gar nichts wie es heute, sondern ich habe das immer alles selber dann organisiert. Gott sei Dank hatte ich da immer mehrere Angebote. Da war auch damals Eintracht Frankfurt noch da, Köln wollte mich noch, Bayer Uerdingen war damals auch noch erste Liga damals, die wollten mich vor auch. Vor dem endgültigen Niedergang. Und so konnte ich immer meinen Tarif irgendwo selber herausfinden im Endeffekt, was bietet der Club, was bietet der Club, dann wusste ich immer ungefähr, welches Gehalt ich dann auch fordern kann. Und ich habe aber damals für den VfB Stuttgart einiges an Geld weniger verdient beim VfB Stuttgart, wie ich damals das Angebot von Borussia Mönchengladbach hatte. Ich muss ganz kurz noch mal einhaken bei diesem Anruf. War das dann für dich sofort klar, okay, ich komme runter? Oder was war so die Gefühlslage in dem Moment? Eigentlich bin ich mit Gladbach, habe ich Gladbach im Kopf, jetzt ruft plötzlich der VfB an. Ja. Was ist da passiert in dir? Erinnerst du dich noch daran? Ja, ich wollte eigentlich immer zum VfB. Ich hatte auch schon, da war ein sehr großer VfB-Fan und ein großer Freund von mir,
der mich immer wieder, du musst zu uns kommen. Und der hat auch sehr viele Kontakte in die Geschäftsleitung gehabt. Und ich muss auch noch sagen, und auch der Bernd und der Karl-Heinz Förster, die haben immer gesagt, wir müssen den Buchwald holen. Ja. Also zum VfB damals holen. Zu den Entscheidern halt, ja. Mit, hat auch da irgendwo haben die, glaube ich, ein bisschen Druck gemacht. Und das war für mich eigentlich schon, ich wollte eigentlich schon zum VfB, obwohl das Gladbach-Gespräch mit Jupp Heynckes, das war damals eine Sensation. Er hat zu mir gesagt, was willst du jetzt in Stuttgart, und also beim VfB, und dann, da hast du nicht die Position, da ist ein Karl-Heinz Förster, da ist ein Bernd Förster, da ist ein Günter Schäfer, da sind Spieler da, die eigentlich die Defensive schon sehr gut abdecken, und bei mir bist du mein Vorschubber, hieß es damals noch. Egal wie du spielst, du darfst Fehler machen. Ich vertraue dir, ich weiß, wie gut du bist und dass du das schaffst. Komm zu uns, du hast im ersten halben Jahr von mir eine Stammplatzgarantie. Das war das Gespräch mit Jupp Heynckes. Und ja. Deshalb war das für mich dann, und hätte noch mehr Geld verdient wie beim VfB Stuttgart noch dazu. Also von daher war das für mich bei, auf der Heimfahrt nach Brasilien, hatte ich ganz den Gedanken. Dann hat man ja Zeit, wenn man im Auto sitzt. Aber grundsätzlich, innerlich wollte ich natürlich zum VfB Stuttgart. Da hat das Herz über den Kopf gesiegt. Ja, gab es dann eigentlich nochmal ein Gespräch mit Jupp Heynckes irgendwann? Ich habe dort angerufen natürlich und habe dann, also wir sind ja damals auseinandergegangen, als ich heimgefahren bin, dass ich mich wieder melde und mir das nochmal überlege oder habe mich dann bedankt. Und dann habe ich mit dem Herrn Krasshoff dann telefoniert und habe dann abgesagt, wie es jetzt gehört. Aber der Jupp hat dann wann war die WM 2000? In Deutschland 2006. Ja, da sind ja die Weltmeister alle beim Eröffnungsspiel unten auf dem Platz gewesen. Stimmt, und da haben wir uns alle in München haben wir uns getroffen, und ich bin dann von Japan hergeflogen, und da hat der Jupp gesagt, Du hättest damals nach Gladbach kommen sollen. Aber dann hat er zu mir gesagt, eins tut ihm wieder gut, dass er der richtige Riecher gehabt hat. Ja. Das war für ihn jetzt wieder das Positive. Dass da aus dem jungen Guido mit Oberlippenbart und schöner Kickermatte hinten, dass da noch was kommt. Wie war das damals? Also das gab ja dann später, also ich höre jetzt andersrum, ich fange andersrum an, ich höre jetzt raus aus dieser ganzen Geschichte, das war damals doch ein relativ gutes Binnenverhältnis zwischen Rot und Blau, die Präsidenten haben sich gut verstanden, die haben das mal so kurz über zwei Viertel entschieden, so das machen wir jetzt so, ja, und später war es ja so, dass Wechsel, sage ich mal, über den Neckar doch öfter mal für Kontroversen gesorgt haben. Wie war das damals, wenn quasi einer der hochveranlagsten Spieler aus der Zweitliga-Elf jetzt da runtergeht? Gab es einen medialen Aufschrei? Gab es generell Gespräche im privaten Umfeld auch oder so? Oder? Nee, ich glaube, es hat jeder akzeptiert, von der Blaue auch oder von den Stuttgarter Kickers, dass ich halt den nächsten Schritt machen möchte. Stuttgarter Kickers war zweite Liga und VfB dann erste Liga. Und ich glaube, bei aller Rivalität zwischen Stuttgarter Kickers und VfB Stuttgart, irgendwo bei den Verantwortlichen ist da immer ein gutes Verhältnis. Für mich war das auch irgendwo jetzt irgendwo so ein Gedankenspiel, Traum. VfB erste Liga, Stuttgarter Kickers zweite Liga, und dann kann man kooperieren, dann kann der VfB Stuttgart zum Beispiel die Spieler, die es vielleicht noch nicht ganz schaffen, zu den Stuttgarter Kickers geben. Andersrum, wer es dann wieder geschafft hat, so wie bei mir oder vorher bei Allgöwer oder bei Jürgen Klinsmann später, da gab es ja einen schönen Wechsel immer. Und da hat ja jeder profitiert, die Kickers und der VfB. Ich glaube, das letzte Mal, als das Überlegung war so die Zeit, als die Kickers an die Tür zur zweiten Liga geklopft haben. Und der Horst Steffen damals noch, da hat man auch viel drüber gesprochen, soweit ich weiß, zu sagen, ob man das nochmal aufleben lässt. Heute, ich habe das ja immer schon vorher, ich war ja vorher dann auch im Präsidium von dir und war für den Sport verantwortlich. Wir sind ja dann mit den Kickers dann auch unter meiner Regie von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen. Genau, richtig, da habe ich ja die Mannschaft auch zusammengestellt, und ich habe das immer wieder ins Präsidium reingetragen. Mensch, wir müssen da versuchen, da was zu machen. Aber damals, später,
war ich ja dann nicht mehr dabei. Ja. Unter Horst und dem Steffen dann. Wieso kam das eigentlich so abrupt? Du bist zurückgetreten damals, meine ich sogar, oder? Von all deinen Positionen oder Ämtern oder wie man es nimmt. Weil Horst Steffen kam, oder? Nicht direkt wegen ihm, nee, aber es war einfach so. Ich war für den Sport zuständig, Präsidium Sport. Ich habe quasi auch die Mannschaft zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Grüttner gesprochen habe, bis er kam. Soriano, diese Spieler, alle, die ich geholt habe, haben eingeschlagen. Die haben funktioniert. Haben absolut funktioniert. Die Mannschaft hat unheimlich funktioniert. Und wie es so ist, wenn es erfolgreich wird, auf einmal wollten andere Leute mit reinreden und haben dann hinter meinem Rücken quasi schon mit dem Trainer verhandelt. Und dann habe ich gesagt, das kann es aber jetzt wirklich beim besten Willen nicht sein. Wir hatten eine schwierige Phase damals. Nach dem Aufstieg sind wir knapp um Abstieg. Oder ein Jahr haben wir es dann geschafft. Und dann im zweiten Jahr waren wir wieder relativ schlecht gestartet. Und dann haben da wieder andere Leute ohne meine Abstimmung mit Trainer verhandelt. Und da habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das so im Aufsichtsrat und im Präsidium zur Sprache gebracht. Und dann haben die gesagt, oh, ist halt so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist halt so, dann höre ich auf. Dann macht ihr eure Sache. Entsprechende einfach, Konsequenzen gezogen. Ja. Das sprichwörtliche Achselzucken. Also, ja, halt so, ja. Gut, was soll man machen? Lass uns nochmal zurückkehren zu den ersten, also Anfangszeit beim VfB. Du hast das schon angesprochen, Günter Schäfer, die Försterbrüder, Karl Allgäuber hat da unten dann schon gespielt. Sigur Winson. Das ist ja, allein beim Aufzählen der Namen wird wahrscheinlich jedem VfB-Fan, der uns jetzt gerade hört, so ein wohliger Schauer über den Rücken laufen. Das war ja eine Wahnsinnsmannschaft, die dann auch 84 den Titel geholt hat. Hol uns doch mal oder nimm uns doch mal ein bisschen mit in diese Zeit. Wie lief das damals? Man kann natürlich das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem heutigen Profi-Business. Wie wuchs aus einer Mannschaft, die unbestritten starke Individualisten hatte, ein Titelteam für 84? Was ist da passiert? Wer hatte da Einfluss? Wie hat sich das alles? Die Mannschaft gestört? War ja schon gewachsen. Ja. Ja, davor hat man auch schon glaube ich, dritter, vierter, fünfter geworden. Genau, da war man war gut unterwegs. Und wir waren einfach auch einfach richtige, normale Kerle, muss man sagen. Wir haben ein Team gehabt im Profibereich, in der Spitze, die sich auch untereinander verstanden hat. Ich sage immer, früher hat man gesagt, 11 Freunde vom Sepp Herberger noch. 11 Freunde müsste das sein. Ich sage nicht 11 Freunde, aber 11 oder 20 Männer müsst ihr sein, die sich akzeptieren, respektieren und untereinander jeder ein Stück von seiner Mentalität, von seiner Stärke in das Team reingibt. Dann gibt es ein gutes Team und dann kann man auch Großes erreichen. Und das hat natürlich bei uns damals der VfB Stuttgart oder die Spieler vorgelebt. Ein Karl-Heinz Förster, ein Bernd Förster, ein Sigur Winson. Die haben das vorgelebt. Die haben uns junge Spieler mitgenommen. Wir sind zusammen auch mal abends ein Bier trinken gegangen und haben dann miteinander gesprochen. Und Diskussion war oft natürlich der Fußball. Nicht viele andere Dinge, sondern der Fußball. Und so sind wir zusammengewachsen als Team. Wenn man denkt, wir haben damals, glaube ich, im ganzen Jahr 32, 33 Gegentore bekommen, weiß ich nicht. Ich glaube, weniger wie eins im Schnitt. Also wir haben aus einer Defensive unheimlich toll gespielt. Und das heißt ja immer, dass dann jeder mitgearbeitet hat. Und nach vorne haben wir dann auch tolle Fußballer, tolle Spieler. Peter Reichert war ja damals der Mittelstürmer. Dann gab es einen Corneliusson. Damals. Stimmt, dann Corneliusson. Das haben wir leider dann irgendwann mal abgegeben, weil man irgendwo der Meinung war, dass er nach Italien gewechselt, dass er doch nicht ganz so war, obwohl er, glaube ich, auch 10, 11 Tore geschossen hat. Aber er war halt auch ein Spieler, der nicht so arg im Fokus irgendwo war, obwohl er immer seine Leistung gebracht hat und versucht hat zu bringen. Wir waren einfach ein Team und das war einfach richtig toll untereinander. Und für mich als junger Spieler aus der zweiten Liga heraus war der Einzige, der
alle 34 Spiele gemacht hat, im Meisterjahr schon damals. Und bin dann zur Olympiade noch gekommen, Olympia-Auswahlspieler geworden, bin Nationalspieler geworden, habe sogar 84 noch die Europameisterschaft dann miterleben dürfen. Das war für mich natürlich so ein Traumjahr, so ein Rookie-Jahr, wo ich sage, es hat alles funktioniert, die Saison 83, 84. Da ging es wirklich rasend schnell. Gab es in der Zeit, also gerade noch in der Anfangszeit beim VfB, du hast auch Namen gerade aufgezählt, gab es so Spieler, zu denen du auch als Team, auch wenn ihr ein Team hat, so ein bisschen aufgeschaut hast oder dich daran orientiert hast, sagen wir es mal sozusagen, guck mal, der mit dem Spirit, mit dem der rangeht in so ein Spiel, das ist gut, das nehme ich mit, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, es war schon der Karl-Heinz Förster und aber auch der Bernd Förster, der mit einer einfach mit einer professionellen Einstellung einem vieles vorgelebt hat, in jedem Training auch. Und oder ein Sigo Winson war auch mit seiner Genialität, die er gehabt hat. Das waren eigentlich schon Spieler, wo man gesagt hat, toll, die haben die Mannschaft damals geführt. Wenige Jahre später kam es zur ersten Begegnung mit einem Spieler, dem du mehrfach über den Weg gelaufen bist in deiner Karriere, zumindest in zwei richtig großen Spielen, nämlich mit Diego Maradona. Das waren 89 bei den Endspielen gegen den SSC Neapel. Nur einmal. Beziehungsweise nur eins, genau. Leider, ja. Ist das mit der schmerzhaft? Ist das Spiel, was du rückblickend auf die Karriere sagst, das tut mir am meisten wenig, dass ich es nicht spielen konnte, dieses Rückspiel in Stuttgart, weil du mit der gelben Karte gesperrt warst? Dass du, ja, also vom Nichtspielen her tat es am meisten weh. Weil es auch noch unberechtigt war. Richtig, der Schiedsrichter hat danach, glaube ich, nie wieder irgendein Spiel geleitet. Das war sein letztes Spiel und es gibt ja auch wirklich nicht nur das Gerücht, sondern es gab auch so sogar Beweise, dass er dann anschließend irgendwo in Napoli, also beim Hinspiel, irgendwo schon ein bisschen unterstützt wurde von Neapel hinterher. Und es wäre wahrscheinlich heute nicht mehr passiert. Weil jeder hätte gesehen mit Videoassistent-Referee, dass ich einen Meter weggestanden bin und der Careca war das damals, hat sich fallen lassen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, er hat genau gewusst, dem Buchwald muss ich die gelbe Karte geben, dass er im Rückspiel nicht dabei ist, dass er seine zweite gelbe Karte bekommt. Zumal es ja seit der WM 2002 in Südkorea und Japan diese Lex Ballack gibt. Also ich weiß nicht, ob ich daran noch erinnert, Michael Ballack hat im Halbfinale die gelbe Karte bekommen, war im Finale gesperrt und daraufhin hat man gesagt, sowas darf eigentlich nicht nochmal passieren. Und dementsprechend werden bei Champions League und EM-WM-Turnieren gelbe Karten nach dem Viertelfinale gestrichen, damit du im Halbfinale nicht mehr wegen einer Gelbsperre im Finale fehlen kannst. Guido, Hand aufs Herz. Warum kam diese Regel eigentlich 20 Jahre zu spät? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil einfach Entwicklungen da sind und es ist wie mit jedem Gesetzbuch. Die Gesetze werden reingeschrieben, weil man immer Lücken findet. Und dann wird halt das auch wieder gesetzlich geschlossen im Endeffekt. Und so hat man dann auch gesehen, da war eine Lücke. Man hat jemand durfte nicht spielen, der eigentlich hätte spielen dürfen normalerweise. Und dann hat man dann auch gesagt, Mensch, in einem Endspiel sollten doch schon die Besten aufeinandertreffen. Und ja, okay, dann hat eigentlich die FIFA da aus meiner Sicht auch was sehr Positives gemacht und die Regel auch dementsprechend geändert. Bei anderen Dingen, muss ich sagen, hat die FIFA manchmal noch nicht alles geändert. Auch komische Regelungen gemacht. Ich reg mich heute noch über eine Lappalie auf irgendwo. Aber wie kann man eine gelbe Karte zeigen, wenn jemand sein Trikot runterzieht? Das finde ich sowas von Banane und sowas von daneben. Die Regel gehört normalerweise als erstes gecancelt. Ja, ein Stück weit hast du da mit Sicherheit recht. Ich meine, ich kann auch die Argumentation derer verstehen, die sagen, Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner oder was auch immer. Wenn man sein Trikot runterzieht. Ja, wenn man den Jubel übertreibt dadurch quasi. Ja. Das gibt mit Sicherheit Leute, die das so denken. Ich persönlich wäre auf der einen Seite, ganz klar, aber mein Gott. Nur, dass von mir keiner den nackten Oberkörper sehen will, aber das ist eine andere Geschichte. Nochmal zurück zu diesem Paarung oder zu diesem Finalspiel hin und rück, gab es ja damals noch gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona. Was glaubst du, wäre mit dem VfB Stuttgart passiert, das ist jetzt natürlich hypothetisch, aber trotzdem, hätte er diese Partie gewonnen, wäre das ein anderer Club heute, der VfB Stuttgart, wenn er dieses Spiel, also wenn er sich UEFA Cup Sieger hätte nennen dürfen. Da wäre natürlich die Reputation
in Europa in dem Moment natürlich viel höher gewesen, ist klar. Wenn man auch noch, Neapel war ja damals einer der größten Clubs überhaupt. Ja. Italien war ja das Fußballland und die waren auch, sind glaube ich sogar mal Meister geworden. Oder ja, Maradona hat sie zum Meister gemacht, hat quasi diese in Italien vorherrschende, sag ich mal, Machtsituation, dass die Nordclubs, Juve, die beiden Mailänder und so, waren eigentlich, haben das nach Jahren, Jahrzehnten zum ersten Mal durchbrochen, hat quasi dem Süden den Stolz zurückgegeben mit dem Titel für Neapel. Klar, da waren die schon eine riesen Hausnummer. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube, der VfB hätte einfach eine andere Entwicklung genommen. Das ist natürlich schwierig, das ist völlig hypothetisch. Aber es ist wirklich hypothetisch, man weiß es nicht. Wir sind 92 auch Meister geworden, haben dann noch ein paar gute Jahre, richtig gute Jahre gehabt auch. Ich glaube, das hätte sich auch nicht viel geändert, wenn man 92 nur Vizemeister geworden. Also die Zukunft weiß man nie, wie es sich weiterentwickelt hätte. Natürlich, so ein Titel, der ist was Unglaubliches. Damals UEFA Cup Sieger, das hätte eigentlich schon VfB Stuttgart sehr gut getan. Das wäre natürlich eine viel tiefere, bessere Erinnerung, wie wenn man ein Finale verliert. Das ist immer so, der Zweite ist einfach der erste Verlierer. Es ist leider so im Sport. Und deshalb denke ich natürlich, ein Titel hilft immer weiter. Ist natürlich auch dann interessanter, wenn man Titelträger ist, für neue Spieler, die vielleicht sagen, Mensch, zu dem Verein möchte ich. Und man hätte vielleicht auch in Deutschland selber noch mal einen weiteren Schritt machen können in der Richtung, also noch besser nach oben, noch dominanter zu werden. Aber das sind immer Dinge, das sind Nuancen, Kleinigkeiten, die man nie erfahren wird. Die sind passiert, es ist so und das muss man akzeptieren. Und ich denke, man kann einen Verein immer so positiv beeinflussen, egal, ob man jetzt mal einen Titel gewonnen hat oder nicht. Ja. Es liegt an der Verantwortlichen. Den Titel gab es dann aber, zwar nicht für den VfB, aber in anderer Form ein Jahr später, 1990 in Italien. Muss ich persönlich sagen, für mich persönlich so die erste Erinnerung, es war die erste WM, die ich bewusst, so halbbewusst als kleiner Junge mitbekommen habe. Schön Duplo und Hanuta-Aufkleberchen und so das kleine Heft gehabt. Das sind großartige Erinnerungen für mich als kleinen Jungen. Wie sind die Erinnerungen von Guido Buchwald an dieses Turnier rückblickend? Wenn du die WM 90 mit einem Wort beschreiben müsstest, hättest du eins dafür? Nee, gibt's eigentlich. Gibt's keine Worte. Was ist das größte, schönste, sensationellste Erlebnis, was ich in meiner Karriere erleben durfte? Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Wir hatten auch die ganzen 6-7 Wochen, wo man dann zusammen ist. Man muss sich vorstellen, wir sind 21 junge Männer, man hat ein Team drumherum von nochmal 10, 20 Leute, die alles dafür tun für einen Titel. Und man hat sich geborgen gefühlt. Jeder, ob es die Nummer 1 oder die Nummer 21 ist, der zweite Torhüter, der wahrscheinlich nie zum Einsatz gekommen wäre, also der zweite Ersatztorhüter, jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Jeder hat gewusst, was seine Aufgabe ist. Jeder hat den anderen unterstützt und gepowert und gepusht. Und das war das einfach das ganz Schöne. Und dann auch die lockere, super Art von Franz Beckenbauer als Teamchef. Das eine, das andere in Italien. Das muss man jetzt, die Jugend kriegt das, weiß es gar nicht so genau. Italien war damals das Fußballland. Da haben fast alle deutschen Nationalspieler in Italien gespielt. Und dann dort in Mailand war es für uns sowieso ein Teil Heimspiele, weil der Lothar Matthäus, der Jürgen Klinsmann und der Andi Brehme haben bei Inter gespielt. Also das war für uns drumherum ein tolles Erlebnis. Wir konnten uns trotz aller Ablenkung, die wir gehabt haben, da war ja richtig eine Wagenburg um unser Hotel mit Wohnmobils und so weiter, konnten wir uns alle auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und also nicht so wie das Campo Bahia dann 2014 in Brasilien. Das waren wirklich komplett andere Zeiten, oder? Ja, aber 2014 war trotzdem, hat sich irgendwas auch entwickelt im Team selber, muss ich sagen. Auch wenn sie ein bisschen mehr abgeschirmt waren. Auch wenn sie da mit dem Boot in das Hotel fahren mussten. Aber da fand ich auch, dass da hat man richtig gespürt, die Mannschaft, die lebt
für die WM, die Mannschaft möchte unbedingt Weltmeister werden. Also es war ein bisschen anders auf einer Seite, aber ich glaube, drumherum in dem Team selber, da war genauso der Teamspirit, den man braucht. Also man, es wären nie die 11 besten Spieler Weltmeister, sondern das beste Team im Fußball. Deswegen heißt es ja Teamsport. Ich sage immer, früher hat man auch gesagt, 11 Beckenbauer wären nie Weltmeister geworden, 11 Buchwalds wären nie Weltmeister geworden und 11 Matthäus auch nicht oder 11 Klinsmann, weil man die anderen Positionen begleiten muss, die andere Stärke mit reinbringen muss von den anderen Spielern. Und deswegen ist der Teamgeist, der Teamspirit, das ist das, was ganz große Mannschaften auszeichnet. Da gab es ein Spiel, das im Nachhinein als Initialzündung dafür galt, dass man dich zum Teil heute noch, auf jeden Fall aber jahrelang, Diego genannt hat, nämlich das Spiel gegen Holland. Weil viele haben ja oder denken ja eigentlich, das wäre das Finale erst gewesen, als dieser Spitzname aufkam, aber es war schon früher, es war im Viertelfinale, im Spiel gegen die Holländer, da, wegen deinem Übersteiger vor dem Klinsmann-Tor. Ist das richtig? Gebe ich das richtig wieder? Also, ein Spitzname tut sich ja entwickeln eigentlich. Irgendeiner sagt das zu meiner Flapsig und das war eigentlich damals schon in der Vorbereitung eigentlich der Klaus Augenthaler, weil er mal zu mir gesagt hat, beim 5 gegen 2, ich habe ihm dann, glaube ich, einen Beinschuss verpasst oder so. Ja, das würde ich auch sehr gefreut haben. Da hat er auch gesagt, hey, du spielst ja wieder Diego. Also, da habe ich es mal das erste Mal gehört und dann hat sich das irgendwo dann weiterentwickelt, das ist klar. Und dann hat es wahrscheinlich mal ein Journalist auch mal gehört, dass jemand zu mir Diego gesagt hat. Und dann kam das Holland-Spiel und dann hat sich das so entwickelt. Wie es hat halt auch kommen müssen, war es Endspiel dann Deutschland, Argentinien und ich gegen den richtigen Diego als direkter Gegenspieler. Also von daher war die WM dafür prägend und ich glaube, für ganz Deutschland war es dann prägend, als der Ruben Bauer dann auch im Endspiel gesagt hat, wir haben unseren Diego. Und, ja. Er hat übrigens auch gesagt, das ist das Zitat, ich habe mir erst kürzlich, das ist vielleicht eine Woche her, habe ich mir das Spiel 90, das Endspiel in der Mediathek irgendwo angeschaut mit Originalkommentar. Gerd Rubenbauer hat auch gesagt, vor dem Duell Maradona gegen Buchwald hieß es immer der Handwerker Buchwald gegen den Künstler Maradona. Aber in diesem Spiel hat Guido Buchwald das Handwerk zu Kunst erhoben. Ein sehr, sehr starkes Zitat, was ich mir hier aufgeschrieben habe für diese Sendung, für diese Aufnahme. Was aber auch passiert ist, unabhängig davon, dass die Mannschaft so den starken Teamspirit hatte, dass da richtig viel passiert ist, dass es einfach funktioniert hat, war auch, dass die Italiener im Halbfinale ausgeschieden sind und da keiner oder viele von den Italienern den Maradona nicht leiden konnten, waren die im Finale so ein bisschen auch für euch. Hat man das vorher schon gespürt, dass Italien jetzt quasi für dieses Endspiel sich Deutschland als Favoriten auserkoren hat? Ja, das haben wir gespürt und auch gewusst. Und wir hatten ja viele Spieler, die in Italien schon gespielt haben, die auch alles mitbekommen haben, was in den Medien in Italien los war und bei den Leuten los war. Aber es war natürlich auch schon in Mailand so, muss man auch sagen. Als wir von unserem Quartier ins Stadion gefahren sind, da hat jedes zweite, dritte Haus eine Deutschlandfahne gehabt. Auf dem Weg bei uns ins Stadion, ins Meazza-Stadion. Und da hat man schon gespürt, da ist was da und die Italiener mögen uns. Wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ein Matthäus, ein Breme und ein Jürgen Klinsmann bei Inter so tolle Leistungen abgerufen hat und die Mannschaft dann auch zur italienischen Meisterschaft geführt hat. Also von daher hatten wir schon auch bis zum Das Halbfinale war dann in Turin, da war es ein bisschen was anderes, aber ganz bis zum Viertelfinale hatten wir riesige Unterstützung und im Endspiel natürlich dann auch, das hat man schon gespürt, dass bestimmt 60-70% für Deutschland war, dann in Rom im Endspiel. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du zum ersten Mal nach dem Gewinn des WM-Titels aus deinem Schlaf erwacht bist? Dieser erste Gedanke, wenn man da wach wird, denkst du, okay, ich bin Weltmeister. Gibt's das? Ist das so? Was kann man sich das irgendwie vorstellen? Habe ich jetzt nicht so arg Erinnerung. Ja. Die erste Nacht haben wir gar nicht geschlafen. Ja, das ist nachvollziehbar. Also, vielleicht im Flugzeug eine halbe Stunde eingedüngt, so ist er aufgeregt, ich war weiter so im Floh drin da. Aber oder gab es irgendwann den Moment,
indem man das so realisiert nach einer... aber das hat eine Weile gedauert, muss man sagen, weil nach dem Titel, dann ist man heimgeflogen, dann waren wir in Frankfurt auf dem Römer, dann war ich dann in Stuttgart ins Goldene Buch eingetragen, war der ganze Marktplatz voll, eigentlich nur wegen mir. Dann bei mir in Waldorf-Häslach war eine große Feier, da bin ich mit der Kutsche ins Gemeindehaus gefahren und da war alles unterwegs. Also man hatte eigentlich 14 Tage lang gar keine Zeit gehabt, richtig zum Nachzudenken. Man ist, weil man, also ich glaube, es ist erstmal so langsam gekommen, als wir dann, ich mit meiner Familie zusammen im Urlaub waren und da, wo es noch ruhig war und dann ist man langsam zur Ruhe gekommen und hat dann überlegt, okay, man hat wirklich den Traum, den man eigentlich als Fußballer hat, erreicht. Man muss sich ja mal vorstellen, wie viele Millionen möchten erstmal Fußballer werden, möchten dann vielleicht mal Bundesligaspieler werden, möchten dann mal in der Nationalmannschaft spielen und dann mal bei einem großen Turnier dabei sein und dann noch das große Turnier gewinnen. Ich glaube, das ist schon ein riesiger Traum und Deutschland hat es jetzt bis jetzt 4-mal gemacht. Es sind vielleicht 80, 90 Spieler, die das geschafft haben und ich bin einer davon. Also von daher denke ich mal, kommt es oder kann das bei mir erst viel, viel später dann irgendwann mal in einer ruhigen Minute oder wenn man mal zur Ruhe gekommen ist, dass man wirklich ja, was Tolles erlebt hat, was Tolles geleistet hat und wo man drauf stolz sein kann. Du hast angesprochen, dass die halbe Mannschaft in Italien gespielt. Du hast nicht in Italien gespielt. Es gab aber, wenn ich richtig im Archiv unterwegs war, ein Angebot, ein sehr konkretes vom AC Parma. Richtig. Ist das korrekt? Und bist du nicht dahin gegangen? Wann war das? War das vor dem Titel 92 mit dem VfB noch? Oder also direkt nach der WM war es oder war es noch später? War direkt nach der WM. Und ich hatte ein sehr gutes Angebot. Parma war da auch ein aufstrebender Verein damals in Italien. Und ich wollte eigentlich auch gehen, aber damals war es alles ein bisschen schwieriger. Da gab es ja noch kein Bosman-Urteil, dass wenn der Vertrag ausläuft, dass man gehen kann, sondern da gab es ja eigentlich Regularien auf einer Seite und der Gerhard Mayer-Vorfelder, der Präsident und auch der Dieter Hoeneß war damals der Manager bei uns, die haben dann gesagt, unter 10 Millionen darfst du nicht gehen, wir können unseren einzigen Weltmeister aus Stuttgart nicht einfach ziehen lassen und Parma hat, glaube ich, 7,5 Millionen geboten. Also wir sprechen von D-Mark damals, von Euro. Und so ist es natürlich geplatzt. Aber ich sage immer, Gott sei Dank im Nachhinein. Ich wäre nie mit dem VfB Stuttgart 92 nochmal Meister geworden, hätte das nie erlebt. Ich wäre wahrscheinlich nie nach Japan gegangen. In meine zweite Heimat, muss man fast, kann ich das so sagen. Habe dort 7,5 Jahre gearbeitet oder 3,5 Jahre gespielt und 3 Jahre Trainer. Das hätte ich wahrscheinlich dann auch nie erlebt. Das war eine Weichenstellung, die dann irgendwo anders gelaufen wäre. Da wäre ich anders abgebogen, wie das dann zu Ende gegangen wäre. Ob ich dann mit Parma Meister geworden wäre, italienischer Meister, ob ich UEFA Cup Sieger oder was weiß ich was. Oder, du wärst zumindest Champions. In der Zeit dort gewesen, wo Parma richtig Gas gegeben hat. Da gab es eine Wahnsinnstruppe mit Christian Vieri, mit La Prochita, wie hieß der? Juan Sebastian Meron, Gigi Buffon hat da gespielt und. Da wärst du wahrscheinlich einer der Ersten gewesen. Später Ronaldo, ne? Ja, die haben ja dann eine Wahnsinnszeit gehabt, sind natürlich genauso katastrophal wieder abgerauscht, ne, als dann irgendwann der Gönner weg war, aber mittlerweile sind sie, glaube ich, wieder halbwegs, haben sich neu gegründet, der Verein heißt nicht mehr ganz so. Ja, das war schon, und ich glaube, den grünen belgischen Nationalspieler haben sie dann für mich geholt, als sie mich nicht bekommen haben. Ja. Ja. 92, auch da für mich, ähnlich wie Christian vorher, war das eine der meisten. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich an dem Moment war, als du das Tor in Leverkusen erzielt hast beispielsweise, kann ich mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich auch. Und zwar war irgendein Mädchen in meiner Schulklasse, hat eine Party geschmissen irgendwie, ja, und dann waren wir da und der Einzige, der sich für dieses Spiel interessiert hat, war ich. Also habe ich mich in die Toilette eingeschlossen, in dem Haus, wo wir waren, habe mir ein Kofferradio besorgt und habe im SWR-Radio gehört. Als dieses Tor fiel und danach mussten die, glaube ich, diese Toilette neu renovieren. Jedenfalls
weiß ich das noch bis auf den heutigen Tag. Der Weg dahin ist ja auch bemerkenswert. Erstmal Kapitän. Also das hat man dir. Wurde dir das versprochen, dass du der Kapitän wirst, wenn du nicht nach Parma gehst? Oder hat sich das einfach vorher schon rausgebildet? Hat es gar nichts mehr dazu? Ich war schon vorher Kapitän auch. Ja. Ich habe die Kapitänsbinde dann vom Sico Winzer übernommen. Stimmt, da war es schon früher natürlich. War viel früher. Ja. Also ich war. Ja. Deshalb bin ich ja eigentlich auch Ehrenkapitän, weil ich glaube ich. Oder Ehrenspielführer. Ja. Weil ich glaube ich 6-7 Jahre. Die Binde getragen habe und bin eigentlich mit dem Robert Schlins die einzigen zwei Ehrenspielführer, die Ehre vom VfB Stuttgart haben. Ja. Das, der Weg dennoch zum Titel, auch da gab es bestimmt so Klickmomente während des Saisonverlaufs oder vielleicht sogar schon davor, wo man gemerkt hat, okay, da könnte echt was gehen, oder? Ja, ich meine, es war ein besonderes Jahr. Wir waren ja 20 Mannschaften damals. Ja, genau, richtig. Und die Ostclubs waren dabei. Hansa Rostock, großartig. Ja, stimmt. Dynamo Dresden. Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Ja. Und wir mussten damals auch den Matthias Sammer integrieren. Ja. Der kam ja danach zu uns. Und da war man dann als Kapitän eigentlich schon auch gefordert, weil der Matthias ja schon relativ geprägt war, denn ich war von seiner schlimmen Zeit, DDR-Zeit, sagen wir mal so in Anführungszeichen, und den musste man dann integrieren. Und da hat der Christoph Daum oft zu mir gesagt, Mensch, nimm ihn an die Hand, wir brauchen ihn, der hat so eine hohe Leistung, der kann uns weiterhelfen oder hilft uns brutal viel weiter. Und da gab es schon immer wieder mal manche Momente, wo man gefordert war als Kapitän oder als verlängerter Arm des Trainers damals. Und das war sehr intensiv, aber sehr toll und für mich auch eine unheimliche Lernzeit auch nach wie vor, obwohl ich ja schon 90 Weltmeister wurde. Aber man entwickelt sich weiter und man lernt dazu. Und das war dann auch so eine Zeit, die unheimlich intensiv und toll war. Das Jahr mit dem VfB Stuttgart dann 91-92. Platzsturm in Leverkusen. Großartig. Wahnsinn. Das war dann das Ende. Und dann später, als ich dann in Japan war, war ein deutscher Lehrer dort aus Esslingen. Ja. In der deutschen Schule. Und das Erste, was der mir dann 94 erzählt hat, als mein Sohn dann in die Schule gekommen ist, ich muss dir was erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, was? Ja. Er sei in Tokio bei dem Leverkusen-Spiel noch ein Bier trinken gegangen und dann ist er heim, weil war ja 6 Stunden Unterschied oder 7 Stunden Zeitunterschied, schon nach vorne. Und dann hat er mitten in Tokio, hat er auf einmal im Radio gehört, Stuttgart ist deutscher Meister. Dann hat er mitten in Tokio, hat er rumgeschrien, ganz alleine, und die Japaner haben gedacht, was macht der denn da? Was ist denn das für einer? Für ein grundsätzlich, sag ich mal, zurückhaltendes Volk ist das natürlich auch was. Ja, wieder plötzlich so ein Verrückter hier. Ja, das ist unfassbar. Also ich kann mich auch an diesen Moment erinnern, das war damals im Freibad Denkendorf. Denkendorf übrigens ein Ort, mit dem Sportsfreund Sigurd Winson ja eine Beziehung hat. Ne? Ja. Und das ist das erste und wahrscheinlich auch bis dato einzige Mal, dass die Schlusskonferenz, also damals gab es ja sowas wie Sky und Premiere nicht. Das heißt, du warst aufs Radio angewiesen, wenn du nicht in Leverkusen vor Ort warst. Dann haben die im Freibad über die Lautsprecher die Radioschlusskonferenz laufen lassen. Geil. Und in dem Moment, als dieses Tor fiel oder als dieses Tor durchgegeben wurde, sind erwachsene Menschen vor Freude ins Wasser gesprungen vom Rand, was man sonst eigentlich nur von Kindern oder halbstarken Jugendlichen kennt. Das waren, also das ist auch ein Moment, den ich noch ganz genau weiß. Dieses Glücksgefühl bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen an einem Ort, ja, in Badehosen zugegeben, aber war sehr, sehr schön. Ja. Ich entschuldige mich hiermit, sollte das jemand hören, bei den Eltern der Daniela, den Nachnamen weiß ich jedenfalls nicht mehr, aber das tut mir leid mit dieser Toilette. Ich bin völlig ausgerastet, das war richtig großartig. Ja. Aber kommen wir zurück zu deinem Moment, Guido, weil um den geht es ja vordergründig. Genau. Wie war das für dich? Also oft sagt man ja so, der erste Titel oder das erste Mal sowas zu holen ist Wahnsinn, aber irgendwann mal dieses Gefühl zu haben, das zu bestätigen, diesen Titel nochmal zu gewinnen, hast du dann auch bei dir so einen Reifeprozess erlebt, natürlich auch als Kapitän und, dass das jetzt nochmal eine Stufe mehr ist, nochmal eine Stufe höher, oder setzt du die Meisterschaften gleich? Nee, war nochmal eine Stufe höher. Also 84, da war ich quasi der Rookie, ich bin da mit
in das Team reingekommen, habe aber mir gar nicht so viel Gedanken gemacht über Strategisches, über andere Dinge. Ich war nicht der unbedingte Ansprechpartner vom Trainer damals, das waren andere. Aber 92 war sehr intensiv und wir hatten viele Gespräche. Ich musste dann natürlich immer, das ist auch immer so ein Stück gewesen als Kapitän, Prämienverhandlungen zu führen. Da musste ich mit dem Dieter Hoeneß und mit dem Gerd Meyer-Vorfeld auf der einen Seite sitzen. Die haben immer gesagt, jetzt ist kein Geld da. Und die Mannschaft hat gesagt, wir müssen mehr Prämie kriegen. Also das war immer so. Man hat unheimlich viel gelernt und es war eine intensive Meisterschaft. Und es war für mich, muss ich sagen, ein bisschen von der Bewertung für mich selber ein Stück höher. Nicht nur, weil ich das Tor erzielt habe, das Entscheidende, sondern weil ich da in sehr vielen Dingen schon damals als Kapitän mit eingebunden war. Und das war für mich dann schon so eine, einmal Meister werden kann jeder, aber dann das nochmal bestätigen und dann auch nochmal in einer höheren Führungsrolle, glaube ich, das war schon für mich was Besonderes. Und wenn man nicht gerade bei Bayern München spielt, sind zwei Meisterschaften in einer Karriere, zwei deutsche Meisterschaften relativ hoch. Also das haben wahrscheinlich wenige geschafft mit einer Mannschaft. Ja, das ist richtig, ja. Das vielleicht auch an die jüngeren Hörer von euch. Es kann auch die Möglichkeit durchaus theoretisch bestehen, dass der deutsche Meister nicht Bayern München heißt. Das ist ja in den vergangenen Jahren nicht so gewesen. Aber es war mal ganz, ganz verrückt und es gab sogar mal ganz, ganz verrückte Zeiten, in denen sogar die Meisterschaft am letzten Spieltag oder in den letzten Minuten entschieden wurde. Das war ja auch eine Konstellation. Ja. Ohne, dass Bayern München dabei war. Genau, richtig. Ja. Auch das noch. Es war ja auch eine Konstellation. Ja. Frankfurt war ja eigentlich schon sicher durch. So, also haben sie sich zumindest gefühlt. Dann mussten die nach Rostock, wo die Truppe um Uwe Reinders, der Trainer, und die waren schon abgestiegen. Die haben aber gesagt, ja. Also das lassen wir uns nicht nehmen, wenigstens mit erhobenem Haupt hier runterzugehen. Und ach, großartig, ja. Das war ein Wahnsinnstag. Dann ging es aber auch da wieder kaum Zeit, um wirklich sacken zu lassen und feiern, sondern ging es gleich nach Dänemark. Zur Europameisterschaft. Nach Schweden, ne? Nach Schweden. Gegen Dänemark war dann, ja. Das schöne Endspiel. Und für dich, glaube ich, wenige Leute nur tauschen wollen würden, nämlich so eine Art Nahtoderfahrung auf dem Platz mit diesem Spiel, wo du quasi in der Luft zusammenstößt und deine Zunge verschluckst. Wie hieß der Mediziner vom DFB damals noch, der dich quasi... Adi Katzenmeier. Katzenmeier hieß er, ja. Wahrscheinlich gar keine Erinnerung an den speziellen Moment, oder? Ich habe es dann erst später im Fernsehen wieder gesehen, wie das passiert ist. Und das war einfach so ein schottischer Dickschädel, der war ein bisschen stärker wie mein Schädel und er hat mich halt direkt an der Schläfe erwischt und dann war ich dann kurzfristig weg. Wie gesagt, aber dann hat der Adi Katzenmeier toll und super reagiert. Hat mir meine Zunge halt wieder, hat mich in Seitenlage gebracht, meine Zunge wieder rausgeholt. Aber ich habe ihm in den Daumen reingebissen vor Krampf. Das hat er mir jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, hat er mir das gezeigt. Ich hätte ihn gebissen. Aber ich muss sagen, das war auch schon damals einfach eine super medizinische Betreuung, sei es von den Physiotherapeuten, sei es auch von den Ärzten beim DFB. Und hinterher, ich bin dann auch gleich ins Krankenhaus gekommen, man hat EKG gemacht und meine Gehirnströme alles okay sind. Das war dann auch alles okay und hatte dann eine kleinere Gehirnerschütterung. Aber ansonsten muss ich sagen, hoffe ich mal, dass nicht viel übrig, also nicht... geblieben ist, also von daher. Aber dann hast du ja trotzdem 3-Tages-Rhythmus quasi, da hast du ja relativ schnell wieder auf dem Platz gestanden. Wie geht man da rein? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich mit dem Bewusstsein, hey, beim letzten Spiel hat es so heftig gekleppert. Ein bisschen habe ich pausiert. Ja, ein Spiel habe ich pausiert, klar. Aber für mich war es ganz klar, wenn ich, die Mediziner haben gesagt, es ist alles okay, deine Hirnströme sind okay, du bist fit, da ist nichts hängen geblieben und wir würden das dir nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und da habe ich mich halt wirklich vertraut drauf. Und deshalb bin ich dann auch relativ
ja, mit viel Selbstbewusstsein und ohne groß nachzudenken, was eigentlich da vor einer Woche passiert ist, ins nächste Spiel gegangen. Die nächste Station war die in Fernost. Du hast vorher schon gesagt, deine zweite Heimat. Das hat eine sehr große Bedeutung für dich, dieses ganze Thema Japan. Der Wechsel dahin zu den Urawa Red Diamonds. Red Diamonds deswegen, weil sie ein Mitsubishi-Werksclub sozusagen waren, richtig? Und richtig, das Logo, ja, von Mitsubishi, ja, quasi diese roten Diamanten sind, das man heute auch noch sehen kann. Ja, du hast vorher schon ein paar Mal angerissen, nach Japan wäre so wahrscheinlich nie zustande gekommen wegen der Parma-Sache, aber wie kam es denn zustande, dass du dahin bist? Haben die einfach gedacht, so, den Guido, der gefällt uns, den rufen wir jetzt mal an, oder wie kam es, wie hat es sich angebahnt? Ja, ich glaube, da war auch ein Stück der Franz Beckenbauer im Hintergrund mit schuldig, in Anführungszeichen, weil er war damals auch mal Werbeträger für Mitsubishi. Und er hat den Europachef von dem Mitsubishi Motors sehr gut gekannt. Und die Urawa Red Diamonds, die waren, okay, man hat ja die Profiliga erst aufgebaut. Yeah. 93 hat man angefangen, das aufzubauen. Und es waren, die meisten Clubs waren Werkclubs. Manche haben sich südamerikanisch orientiert, also mit Brasilianer, Argentinier, und die Urawa Red Diamonds haben sich europäisch-deutsch eigentlich orientiert, und dann haben die halt einen defensiven Spieler gesucht, und für mich war es klar, nach der WM 94 in Amerika ist Schluss mit der Nationalmannschaft. Und dann habe ich das Angebot bekommen, habe mich natürlich erkundigt, auch gerade hier aus Tübingen war ein deutscher Lehrer, der drüben war, in der deutschen Schule, und dann habe ich auch mich lange mit dem Litbarski unterhalten. Der Liti war ja schon drüben, wie das alles ist. Und übrigens, wenn ich das richtig weiß, ganz kurz, wenn ich dir reingehe, der einzige Westberliner neben dir im WM-Kader. Habe ich das richtig recherchiert? Ich glaube, der Ike Hässler ist auch Berliner. Ja, ich weiß nicht. Okay, müssen wir mal nachschauen. Also geboren ist der Ike auch in Berlin. Ich meine, in der Doku kam das zur Sprache, die ich vorhin ansprach, von wegen die beiden Westberliner, Litbarski und Buchwald. Aber gut, wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten werde ich mich auch noch mal drum kümmern und rausfinden, ob das wirklich so war. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, dann war das für mich eigentlich irgendwo klar, dass ich auch, dass kein großer Verein mehr mit 33 dann auf mich zukommt, also Italien oder auch Spanien. Ich hatte mal früher auch mal eine Anfrage von Real Madrid, aber auch schon früher her. Und wie lange denkt man über so ein Angebot von Real Madrid nach? Ja, das ist ja dann nicht zustande gekommen, das Angebot. Das war nur eine Anfrage. Das war eine Anfrage so, dass da waren Präsidentenwahlen. Und der sich beworben hat, der wollte einen Trainer, den Buchwald, und hat drei Spieler gesagt, wenn ich Präsident werde, das hat er so mit in die Werbung, zur Bewerbung reingenommen, die kommen dann nach Madrid, und dann ist er ganz knapp gescheitert an der Bewerbung. Er ist nicht Präsident geworden. Und dann war das Thema, leider muss ich auf einer Seite sagen, auch erledigt im Endeffekt. Aber natürlich träumt man nicht auch mal von einem ganz großen Verein. Und für mich war es, weil ich auch ein Stück Realist bin, 94 ganz klar, die großen Vereine kommen nicht mehr. Aber ich wollte immer mal ins Ausland, mich einfach zu beweisen, mal woanders zu beweisen. Und Japan war natürlich was Exotisches, ist klar, erstmal grundsätzlich was ganz was anderes. Aber für mich war das dann, nachdem ich mich wirklich erkundigt habe, als ich mit meiner Familie gesprochen habe, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt mal. 1,5 Jahre war das Angebot, und das ist was brutal Interessantes. Das erweitert den Horizont, ein total anderes Land, andere Mentalität kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Das war für mich einfach was unheimlich Spannendes und Interessantes. Und ja, aus den 1,5 Jahren als Spieler sind dann nachher 3,5 Jahre geworden. Ich habe schon gemerkt, nach 1,5 Jahren, meine Kinder haben sich gleich relativ wohl gefühlt durch die deutsche Schule. Es sind sehr viele Mischehen, wo dann auch Deutsch und Japanisch gesprochen wurde.
ich hatte meinen Verein, war auch einfach total happy. Und meine Frau, die hat am Anfang ein bisschen schwerer gehabt, Kontakt zu finden. Hat aber das. Und dann habe ich immer gemerkt, nach einem guten Jahr, als der Vertrag langsam auslief, wie immer wieder ein Manager vom Verein mit mir essen gehen wollte. Da habe ich immer gemerkt, die wollten, dass ich verlängere. Und dann haben die mir auch ein Angebot gemacht dann. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Dann habe ich gesagt, ich will das verlängern, aber wir gehen heim. Dann sagt sie auf einmal, wie, warum willst du heim? Warum verlängerst du nicht? Das fühlt sie sich gerade so richtig wohl und happy. Angekommen und jetzt angekommen, willst du schon wieder weiter. Und so ist es aus eineinhalb Jahren, sind zweieinhalb und dreieinhalb Jahre geworden. Wie ist das? Also als japanische Spieler, wenn die hierher kommen, der Trend ist jetzt nicht so alt. Er ist jetzt auch nicht jung, aber er ist nicht so alt. Da hat man immer wieder bemerkt oder auch zu lesen, zu hören bekommen, die japanische Mentalität, die passt gut zu Deutschland, die sind pflichtbewusst, die sind diszipliniert. Also eigentlich Attribute, die man auch uns Deutschen als Volk zuschreibt. Wann hast du gemerkt da drüben, okay, das klickt hier, das läuft? War das ganz früh, war das vielleicht sogar schon beim ersten Besuch, bevor man noch zugesagt hatte? Oder wie? Das muss ja irgendwie, auch wenn du jetzt heute davon sprichst, zweite Heimat, wirklich prägende Zeit, 7 Jahre und so weiter. Da ist ja mehr passiert, als dass es nur sportlich gut lief und ihr euch wohlgefühlt habt als Familie. Absolut, es war eigentlich von Anfang an, als wir gelandet sind, war das irgendwie so ein Stück Geborgenheit, ein Stück Heimat. Man hat gespürt, obwohl man die Sprache nicht konnte, jeder hat sich um einen gekümmert. Es war einfach ein tolles, positives Erlebnis für mich. Andere Spieler, die haben gesagt, oh, Japan geht gar nicht. Das gibt es eigentlich auch. Auch Mitspieler von mir, ausländische. Aber ich habe mich sofort wohlgefühlt. Auch in der Großstadt Tokio, in einer Metropole von 12 Millionen Einwohnern und unheimlich viele Leute. Da gibt es Kreuzungen in Shibuya. Da gehen so wie ein Sternförmig, da gehen sie. In einer Ampelschaltung gehen, glaube ich, 1000 Leute von einer Seite auf die andere rüber. Also unglaublich. Ja. Und aber man hat sich sicher gefühlt und wohl gefühlt. Meine Frau ist in Tokio in die dunkelste Gasse ohne Angst gelaufen, wo man fast bei uns hier in Reutlingen nicht laufen würde als Frau dann irgendwo. Und man hat sich auch brutal sicher gefühlt, wohl gefühlt und sofort angekommen gefühlt. Und dann hat man sich auch viele Freunde gefunden, sei es in der Mannschaft dann auch, und aber auch über die deutsche Schule hat man sehr viele Bekannte und Freunde gefunden. Das ist immer geblieben eigentlich, auch später, als ich dann als Spieler wieder zurückgegangen bin. Ich bin ja bis 97 Spieler und bin ja dann 2004 als Trainer wieder. Waren das dann 7 Jahre weg aus Japan. Und trotzdem habe ich ja immer die enge Verbindung gehabt und engen Kontakt gehabt. Und da war das richtig für mich so ein tolles Erlebnis, jetzt wieder als Trainer zurückzugehen nach Japan. Es ist einfach, ja, sie sind schon ein bisschen schwäbisch, also zuverlässig, sind unheimlich wissbegierig auf einer Seite, diszipliniert und möchten immer alles erreichen und nehmen sich selber ein bisschen zurück und tun alles in das Team reinbringen. Und das ist was ganz Tolles. Ich habe auch zum Beispiel den Hasebe von Frankfurt, den habe ich ausgebildet als Trainer in Japan. Okay. Der hat 2 Jahre bei mir gespielt und ich habe ihn dann auch damals an Felix Magath empfohlen. Makoto, der jetzt der Rentner in der Eintracht Frankfurt Hintermannschaft. Genau, ja, aber immer noch auf Zack. Ich meine, jetzt haben wir vermutlich auch die Erklärung, warum das mit Wataru Endo gerade so gut funktioniert bei den Schwaben in Stuttgart, oder? Ist das? Ja, der passt ideal. Man sieht, er ist auch ein zweikampfstarker Spieler, der ist ein bescheidener Spieler, bringt immer 100% Leistung, kann gut nach vorne spielen. Also er ist ein ganz toller Spieler und ich glaube, wir alle in Stuttgart sind froh, ihn in der Mannschaft zu haben. Dann kamst du zurück
Erstmal, wie die Zeit dort sportlich endete. Ich war die Tage wegen irgendwas in unserem Archiv, in unserem Printarchiv. Man kann also bei uns bis irgendwo in alte Zeitungen durchblättern. Das hat tatsächlich getan. Ich habe was völlig anderes gesucht, bin aber auf einen Artikel gestoßen über dich, wo drin stand, sinngemäß, dass es schon so ein bisschen Krach gab mit einem, der auch bei der WM 90 dabei war, nämlich dem Holger Osig, der war Co-Trainer von Beckenbauer. War das so, erinnere ich das richtig, dass er Trainer bei Urawa war und dann gab es halt so ein bisschen Knatsch? Oder? Später war er später Trainer, also bei Urawa, also schon mit mir, aber die ersten Jahre, erst war ein Japaner Trainer und dann ist richtig, dass ich im hohen Alter. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit Trainer und wir haben uns auch inzwischen ausgesprochen. Ja, das denke ich mir. Mich hat es eigentlich nur damals geärgert, war Winterpause, also die japanische Liga geht ja kalendarisch von März bis Dezember eigentlich und das Pokalendspiel ist aber der 1. Januar und dann ist die Saison vorbei. Und ich hatte eine Verletzung, habe einen Faserriss gehabt und in der Vorbereitung wollte der Holger Osek, sind wir dann nach Lissabon gegangen für das Vorbereitungstrainingslager. Mhm. Ist die Mannschaft rübergekommen und ich habe mich aber hier in Deutschland dann behandeln lassen und dann bin ich zum Klaus Eder. Da war ja damals der Donaustauf, der berühmte Klaus Eder. Klausi und dann. Ach, der Klaus hat mir gesagt, oh, du kannst schon, du brauchst nur eine Woche Zeit, um wieder ins Training richtig einzusteigen. Bleib doch noch eine Woche bei mir. Und dann habe ich von dort aus einen Holger angerufen und habe gesagt, du Trainer, Holger, ich soll nur eine Woche da bleiben. Und dann sagt er zu mir, du willst bloß wieder zu Hause bleiben und was weiß ich was, du musst jetzt herkommen und so. Also hat mir quasi unterstellt, ich Würde Urlaub machen oder einfach mal die Urlaubwoche verlängern. Und dann war ich eigentlich schon richtig sauer, weil es nicht gestimmt hat. Ich habe sogar den Hörer, habe ich sogar dann Klaus Eder gegeben und gesagt, du Klaus, erklär mal bitte dem Holger über meine Verletzung. Und da war er kurzfristig uneinsichtig. Der hat mir wirklich unterstellt, ich möchte im Alter noch eine Woche Deutschland Urlaub haben. Vielleicht hat er das so viele Südamerikaner und so schon war das, trainiert. Aber das hat sich dann auch nachher, hat man sich dann auch ausgesprochen und es hat sich dann logisch. Auch alles wieder. Das war aber das war für mich dann schon so eine, das war schon harter Tobak mir gegenüber. Warst du so sauer genug, dass du gleich deswegen nach Karlsruhe gewechselt bist? Oder war das, natürlich kam das anders zustande, nehme ich an, aber der Wechsel nach Karlsruhe war die letzte Station als Spieler. Ja, das war einfach so. Ich wollte 97 dann wieder zurück, nach 3,5 Jahren. Ich habe gesagt, das reicht jetzt, es muss immer wieder in die Heimat zurück. Hatte dann auch, ich war dann schon 36 Jahre alt, hatte aber dann noch viele Angebote. Auch von SC Freiburg wollen mich unbedingt. Der Volker Finke wollte mich, dann hat Köln wollte mich, dann Frankfurt hat eine Anfrage von Frankfurt und da war nochmal, ich glaube sogar Dortmund war auch dabei. Auf jeden Fall viele Angebote gehabt. Und Karlsruhe natürlich auch. Und der Winnie Schäfer und der Roland Schmieder, die wollten mich unbedingt. Und für mich war das eigentlich ein Kriterium. Der VfB wollte mich nicht. Ja. Das war, natürlich wäre ich zum VfB zurück, klar. Aber die wollten mich damals nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe da nur ein paar Unterlagen liegen, aber. Dann hieß es, die haben mich nicht erreicht oder was weiß ich. Wir sind unter uns, also, du kannst jederzeit hier was. Also, nee, brauchen wir halt nachkarteln. Nein. Auf jeden Fall war das dann so, wo ich dann mir gesagt habe: Mensch, ich möchte aber wieder zurück in meine Heimat, nach Waldorf-Häßler, in mein Haus zurück. Und wie kann ich das jetzt vereinbaren? Und da war Karlsruhe natürlich ein Riesenkriterium: ich konnte zu Hause wohnen bleiben. Und hatte ein tolles Angebot und Ike Häßler war auch noch damals da. Und richtig, der KSC war nämlich zu der Zeit einfach auch noch ein sehr erfolgreicher Bundesligist, auch Europapokal-Teilnehmer. Ja, das war schon vorbei, wir waren im Abstiegskampf. Stimmt, aber der Euro-Eddy war davor. Ne? 97 war, glaube ich, das Spiel gegen Valencia, wo von heute auf ganz Karlsruhe aber war trotzdem eine etablierte Truppe. Genau, also war ein absoluter Bundesliga-Stamm-Teilnehmer.
Euro-Eddy-Zeit waren schon noch 5, 6 Spieler dabei. Also ja. Burkhard Reich beispielsweise. Gundermetz, Ike Hässler. Also wir haben eine tolle Truppe, muss man wirklich sagen, in Karlsruhe. Und deshalb habe ich mich auch hauptsächlich dann für Karlsruhe mitentschieden. Erstmal, weil die Mannschaft toll war, weil das Umfeld toll war und Kriterium zu Hause wohnen bleiben. Wenn ich jetzt nach Hamburg oder nach Frankfurt oder nach Köln gewechselt wäre, wäre ich ja trotzdem, ob ich jetzt 10 Stunden oder 11 Stunden in der Flieger sitze, nach Japan und zurück. Hätte ich auch in Tokio bleiben können. Hätte ich auch in Tokio, ja. Ein bisschen grob gesagt, klar, hätte ich auch dort bleiben können im Endeffekt. Aber das wollte ich. Ich wollte zurück in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt 3,5 Jahre, das war ein super toller Abschnitt in meiner Karriere. Jetzt möchte ich aber noch gern Fußball spielen. Ich bin total fit oder habe mich unheimlich fit gefühlt. Und wie gesagt, dann wäre ich natürlich liebend gern zum VfB zurück, muss ich einfach sagen. Aber der VfB wollte mich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Welche Dinge da eine Rolle gespielt haben, weiß ich bis heute nicht richtig, aber ist abgehakt, ist halt einfach so. Und so habe ich dann in Karlsruhe eigentlich auch eine schöne, gute Zeit gehabt, leider nicht ganz so erfolgreich. War die seitdem überhaupt nochmal Erstligist? Ja. Wahnsinn nochmal. Ja, klar, zum Beispiel in der VfB-Meistersaison. Stimmt. Oder nach der VfB-Meistersaison 2007, 2008. Stimmt. Logisch. Dann sportliche Karriere sozusagen oder auf dem Platz, die Zeit hat geendet, du, Trainerausbildung gemacht, nach Japan gegangen, hatte wieder Franz Beckenbauer seine Finger im Spiel oder wie kam es, dass du dann als Trainer nach Japan bist? Nee, das war einfach der Kontakt, der geblieben ist und der Präsident, der wollte mich eigentlich schon viel früher immer wiederholen als Trainer. Ich war dann auch Berater von den Urhaber Diamonds, also sportlicher Berater, auch für internationale Beziehungen zuständig für Urhaber. Ja. Und das kann man erinnern, also ich habe dann schon 2, 3 Mal abgesagt gehabt, nee, ich komme nicht als Trainer, wollten ja schon vorher mich als Trainer holen, hat sie einfach, und dann war ich im Skiurlaub Anfang Januar und dann kriege ich einen Anruf, gerade vom Präsident, ich muss jetzt nach Japan kommen und ein Trainer werden. Und da haben wir uns beredet und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, also wenn ich jetzt wieder absage, dann hat sie es, glaube ich, wahrscheinlich die Fragen dann nicht mehr. Und Mensch, ich würde so gern noch mal nach Japan. Und ja, und so bin ich dann relativ schnell nach Japan, bin Trainer geworden, habe dann auch meinen früheren Torwart. Als ich Spieler war, war er der Torwart und wir sind unheimlich eng befreundet gewesen. Das war dann mein Torwarttrainer. Ich hatte mit dem Gerd Engels, ein deutscher Co-Trainer, der perfekt Japanisch spricht, mitgenommen. Und so hatten wir ein tolles Trainerteam und ja, haben eine riesige, erfolgreiche Zeit gehabt. Ich war der einzige Trainer jetzt. Vorher war Urawa Red Diamonds nie japanischer Meister und hinterher auch nicht. Und ich habe eigentlich alle Titel geholt, die man Pokalsieger, Meister. Zweimal Pokalsieger, ja. Meister, eineinhalbmäßig, muss ich sagen, weil einmal Vorrundenmeister geworden. Und insgesamt hatten wir in Vor- und Rückrunde zusammen auch die meisten Punkte. Also wenn es eine normale Saison gewesen wäre, wären wir auch Meister gewesen, aber dann gab es ein Endspiel Vorrundenmeister gegen Rückrundenmeister. Also Hin- und Rückspiel. Und da haben wir das Hinspiel 1-0 verloren, das Rückspiel 1-0 gewonnen, Verlängerung und im Elfmeterschießen verloren. Natürlich. Immerhin sprang ein zweiter Spitzname dabei raus. Nach Diego gab es auch noch Guido San. Genau, das ist ein Punkt, den würde ich nämlich auch gerne ansprechen. Da erinnere ich mich an die Bilder, die uns da geliefert wurden, hierher nach Stuttgart und Umgebung aus Japan. Also diese, ich möchte sagen, grenzenlose Liebe der Japaner für dich und deine Person und auch halt in der Funktion als Trainer, das fand ich, sind für mich bis heute sehr rührende Bilder. Also, dass man wirklich merkt, da ist... Jetzt wird mir das langsam auch mir selbst klar mit der zweiten Heimat und diese enge Bindung, dass
du irgendwie auch das Gefühl vermittelt hast, ich bin eigentlich auch einer von euch. So. Ich gehöre zu euch. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Hast du das damals auch so wahrgenommen, dass du also diese ja, wirklich Liebe der Fans dir gegenüber? Habe ich schon wahrgenommen, absolut. Das haben wir ja gespürt. Aber es war auch eine Gegenseitigkeit. Ich bin da in Japan so aufgenommen worden. Und ich glaube, die Japaner haben auch gemerkt, da kommt jetzt nicht ein Weltmeister rüber, um einfach noch ein bisschen Fußball zu spielen und Geld zu kassieren, sagen wir mal so. Dann kommt einer, der will auch was leisten, der will mit der Mannschaft nach vorne kommen, auch als Spieler schon damals. Wir waren ja damals bei Urawa Red Diamonds eigentlich abgestiegen, bevor ich kam, weil waren erst 12 Mannschaften und man hat die Profiliga aufgebaut, aber man ist nicht abgestiegen, weil man immer die Liga noch auf 18 auch hoch, also sind 2 neue dazugekommen, da gab es im Prinzip keinen Absteiger. Und dann sind wir aber dann sukzessive ins Mittelfeld und nach oben gekommen und dann auch 3. Mal geworden. Also auch richtig, waren wir auch mal richtig vorne mit dabei, ja, schon damals. Und ich glaube, das war einfach so, die haben gespürt, da kommt jemand, der will was leisten und will auch seine Leistung auch hier in Japan bringen im Endeffekt. Es gab ja damals sowieso die Idee der Japaner, wir holen jetzt das Know-how, das sprich Weltmeister nach Japan rein und dann schauen wir das ab und dann werden wir auch so gut, so in der Art, so vom Grundgedanke her. Die wollten die Liga ja unheimlich schnell professionell aufziehen, ja, mit ihren, ja, Vereinen und das hat auch eigentlich unheimlich gut geklappt. Man muss sich mal vorstellen, 94, als ich rübergegangen bin, hatten wir so ein, da gibt es immer so ein All-Star-Game, die besten Ausländer gewählt von den Zuschauern gegen die besten Japaner. War ein Jomo-Cup und da gab es einfach. Und ich bin mir vorgekommen 1994 wie in der brasilianischen Nationalmannschaft. Da waren von den 11 Spielern, die gewählt wurden, waren, glaube ich, 7 oder 8 brasilianische aktuelle Weltmeister von 94 dabei. Ob es der Jorginho, Chinho, Leonardo, die haben alle damals in Japan gespielt. Das muss, ja, man sich ja vorstellen. Ja. Das ist unglaublich. Und dann war ich noch, unter Stojkovic waren noch die 2 einzige, die nicht, glaube ich, Brasilianer waren. Also 2 Argentinier waren noch dabei, der Rest waren brasilianische, aktuelle brasilianische Nationalspieler, die dann in dem Spiel gespielt haben. Das hat unheimlich Spaß gemacht, natürlich. Kann ich mir vorstellen. Ja. War auch ein ganz tolles Erlebnis. Aber so haben die Japaner, glaube ich, ihre Liga unheimlich schnell und gut aufgebaut. Und japanische Spieler gibt es sehr viele, sehr gute, die technisch stark sind, die individuell auch stark sind. Das sieht man ja jetzt auch. In ganz Europa spielen ja schon sehr, sehr viele japanische Spieler. Und fehlt eigentlich nur mal so der Erfolg der Nationalmannschaft, so der durchgehende. Ne? Eigentlich 2002 war so die Chance, da sind aber dann die Koreaner bis ins Halbfinale gekommen. Also so für Japan, so dieser Durchbruch auch mal bei einer WM. Ich glaube, Viertelfinale war mal, ja, ist immer, ja, Schluss, klar. Ja. Ist 2002 gab es auch die letzte Begegnung mit Diego Maradona auf der Tribüne, als alle Augen nur auf Guido Buchwald gerichtet waren, anstatt auf Diego Maradona, weil eben die Zeit damals in Asien eine gewisse Popularität verschafft hat. Was nicht ganz so gut gelaufen ist, rückblickend, sind also dann von Urawa hierher kam es wieder, die 3 Engagements als Trainer, Sportdirektor bei den Blauen haben wir schon angerissen gehabt, beim KSC, bei Alemannia Aachen, die liefen alle nicht so erfolgreich. Warum hat das nicht so funktioniert? Also grundsätzlich, wahrscheinlich jedes Ding seine eigene Geschichte. Hat seine eigene Geschichte, ist richtig. Die Kickers-Geschichte habe ich ja gerade schon erzählt. Ja. Eigentlich waren wir ja erfolgreich. Ich habe sie übernommen und wir sind in die 3. Liga aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Kickers wären froh, wenn sie jetzt da wären, wo sie da sind. Ich korrigiere mich, ich war dauerhaft einfach. Ja, es war halt nicht nachhaltig. Ja. Ich hatte nicht so irgendwo. Mit einem ganz, ganz kleinen Etat und ehrenamtlich und alles gemacht. Und beim KSC war das eigentlich auch so, dass wir einfach, okay, als Spieler sind wir abgestiegen wegen einem Punkt oder im Torverhältnis ganz zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wir haben dann in Rostock das letzte Spiel verloren. Immer wieder Rostock. Ja, das war irgendwie, das, ne? Negative, diesmal. Allerdings hat es auch die eigene Geschichte gehabt, muss man sagen. Und dann sind wir wegen einem Tor nicht aufgestiegen wieder.
da, ich habe noch ein Jahr zweite Liga gespielt beim KSC. Und dann bin ich halt dann zum Sportdirektor oder Sportmanager gemacht worden oder habe das Angebot bekommen. Und das muss man sich ja beim KSC auch so vorstellen. Das war einfach so, das sind erstmal alle Spieler nicht gegangen nach dem Abstieg. Ist logisch, eine neue Mannschaft aufbauen. Und die KSC-Geschäftsstelle, das war, da gab es einen Schatzmeister, dann gab es mich und zwei Sekretärinnen. Das war die Geschäftsstelle Karlsruhe damals. Das war wirklich Learning by Doing für mich. Das war unheimlich schwer. Ich denke, wir haben dann auch trotzdem eine ordentliche Mannschaft irgendwo zusammenbekommen, sind aber dann unglücklich auch abgestiegen. Aber dann haben wir eine Mannschaft, habe ich dann zusammengestellt, zusammen mit dem Stefan Kunz als Trainer geholt, wo wir dann auch sofort wieder aufgestiegen sind. Und für mich war das dann auch eine Sache, wo ich zwar, also war ja erfolgreich wieder aufgestiegen, war wieder alles happy, alles gut, aber wir hatten immer noch nach wie vor finanziell einen ganz kleinen Etat, Haushalt, und das war einfach, ich erzähle es einfach, wie es war, das war dann ein Erlebnis. Also der Herr Schmiede war ja dann nicht mehr Präsident, dann war ein Herr Dietrich auch Präsident, aber er also hat mit dem Wolfgang Dietrich nichts zu tun. Ja. Und wir hatten kein Geld und der Stefan Kunz wollte unbedingt den Bruno Labbadia holen von Bielefeld. Und ich Pistolero damals noch. Bruno Pistolero damals noch. Ja, ja, und er hat aber in Bielefeld einen super Vertrag gehabt und ich habe ein sehr gutes Gespräch dann mit dem Bruno geführt. Es wollte er aber, hat er gesagt, er kommt unheimlich gern zum KSC, wäre toll, wäre klasse, aber er will nicht weniger verdienen, das sind auch seine letzten Jahre, wie er in Bielefeld verdient. Und er hat mir das Gehalt von Bielefeld gesagt. Da habe ich gesagt, du Bruno, das können wir nicht machen. Das ist für so viel verdient er die halbe Mannschaft bei uns zusammen, wie du bei Bielefeld alleine verdienst. Das geht leider nicht. Das kriegen wir in den Etat nicht rein. Und dann bin ich zum, inzwischen hatten wir auch noch einen Geschäftsführer, der Herr de Buhr, dann bin ich zu dem hin und gesagt, du, das können wir wieder, können wir sagen, nee, das können wir nicht stemmen, das können wir nicht machen. Und dann habe ich ihm abgesagt und natürlich war der Stefan enttäuscht. Ja, und dann kam auf einmal irgendwann mal unser Präsident in unser Büro rein. Und er hat gesagt, er hat gerade mit dem Bruno Labbadia verhandelt und er kommt zu uns. Ich habe den Vertrag gemacht. Ja. Und dann habe ich mich mit meinem Geschäftsführer, mit dem Herrn de Buhr, haben wir uns gegenseitig angeschaut und gesagt, okay, und wie tun wir es finanzieren? Dann hat er gesagt, das lasst ihr mal alles meine Sorge sein. Wurde einfach, er hat gemacht und fertig. Und da haben wir alle gesagt, das kriegen wir einfach nicht gebacken, das ist zu viel. Und da habe ich auch irgendwann mal gesagt, okay, wir sind jetzt aufgestiegen, alles gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, weiterzumachen. Aber ich glaube, ich habe einen Vertrag damals gehabt, der sich automatisch jedes Jahr weiter verlängert und ich habe ihn eigentlich nur mündlich gekündigt und eigentlich... Ja. Ist da gar nicht richtig gekündigt worden, also von meiner Seite aus nicht und vom Verein auch nicht, weil die ja wollten, dass ich weitermache. Ja. Das sind doch die Geschichten, oder? Ja, das Wahnsinn. Ist, ja. Mein Gott, das so, das ist, dieses Business hat halt schon so seine Eigenheiten auch, ja? dieses Fußballbusiness, sowohl wenn man Spieler ist, als auch wenn man... Absolut, wenn man, und das sind Erfahrungen, die einen prägen und wo man dann auch irgendwann mal sagt... Vielleicht hätte man sich ja ein bisschen anders verhalten können oder sollen, aber für mich ist es halt immer irgendwo eine Sache Gradlinigkeit und Offenheit und Ehrlichkeit. Und das spreche ich dann halt auch an intern. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es, glaube ich, eher besser. Man trennt sich, wenn man nicht meint, dass es hundertprozentig zusammen eine Power geben kann. Und aber es ist bei mir eigentlich immer im Guten gewesen. Das war nicht böse, sondern ich habe gesagt, so kann ich halt nicht arbeiten und fertig. Ja. Die Aachener Zeit, vielleicht noch einen allerletzten Schwenk.
Das war doch die Zeit, bevor die auch, also Deutschland bei der Berichterstattung hat da immer so ein bisschen den Tenor gehabt, die sind kurz davor, dem Größenwahn zu verfallen mit ihrem Stadionneubau und so viel. War das die Zeit schon oder waren sie früher da? Na, früher. Das war früher. Das war so, ich habe ja nach Japan, als ich wieder zurückgekommen bin, der Schmadtke war damals. Stimmt, genau, ja, Schmadtke, ja, klar. Ja, heute der war damals der Manager und der hat mich gefragt, und mir das vorstellen kann, die sind gerade abgestiegen, in die zweite Liga abgestiegen gewesen. Mit Michael Fronzek war der Trainer und dann sind sie abgestiegen, haben einen neuen Trainer gesucht. Auch eine Verbindung zum 92. Genau. Und der habe ich mir das angehört, das hat sich auch sehr gut und überzeugend alles angehört, was er so gesagt hat. Aachen hat auch ein Flair von den Zuschauern, von den Fans, die Alemannia, die sind schon irgendwo eine Wucht im Ort. Muss das alte Tivoli-Stadion, wer erinnert sich noch daran? Ja, da habe ich sofort dran erinnert. Wir haben mal damals, als ich 18 war, habe ich dort ein Pokalspiel gehabt mit den Stuttgarter Kickers. Oder war das Punktspiel? War, glaube ich, sogar Punktspiel oder Pokalspiel, weiß gar nicht, was es war. Haben wir 1-1 gespielt und da war der Günter Netzer und der Ernst Happel auf der Tribüne. Und das hat sich dann später herausgestellt, die haben mich schon damals als 18-Jährigen beobachtet und der Ernst Happel hat meinen Namen in sein Notizbuch geschrieben nach dem Spiel 1-1. Und das ist wieder Tivoli oder Aachen, das war dann für mich irgendwo was, wo ich sage, oh, das ist so eine tolle Aufgabe, abgestiegen und wir sind mit Sicherheit nicht der große Favorit, weil Köln war ja dann auch abgestiegen, aber zweite Liga und andere Mannschaften, die damals mit die großen Favoriten waren. Christoph Daum war der Trainer in Köln. Ja. Und ich hatte eine Mannschaft, wo ich sage, wir haben daheim sehr gut gespielt, obwohl, wie es ist beim Abstieg, die guten Spieler, die Stürmer, die sehr viele Tore in der ersten Liga gespielt haben, sind alle weg gewesen. Ob es der Rösler war, dann Sascha Rösler und so, die sind alle gegangen und geblieben ist mir als Trainer quasi die Schießbude. Die haben mit die meisten Gegentore in der ersten Liga bekommen und die sind eigentlich alle da geblieben. Also ich möchte nichts Schlechtes gegen die Spieler sagen, aber es war einfach eine ordentliche, für zweite Liga ordentliche Abwehrspieler, aber für mehr hat es damals nicht gereicht, aber wir haben trotzdem. Und dann war das Schlimmste eigentlich für mich noch, Ibisevic war mein Mittelstürmer. Der hat in der ersten Liga auch schon die meisten Tore geschossen. Dann kommt der Jörg Schmadtke eine Woche vor Saisonbeginn zu mir her und sagt, du, ich muss ja was sagen. Ich sage, warum? Was ist los? Der Ibisevic wird gehen. Da habe ich gesagt, bist du eigentlich verrückt? Das ist der einzige Mittelstürmer, der einzige Stürmer, der mir geblieben damals, ist. Ja, ja, der geht nach Hoffenheim für 1 Million. Da habe ich gesagt, aber du kannst den nicht gehen lassen. Oder brauchen, ne, aber er hat eine Ausstiegsklausel. Ich sage, die muss man doch terminieren bis Ende April. Ja, das hätte er jetzt nicht gemacht. Er kann für 1 Million gehen. Dann habe ich gar keinen Stürmer gehabt mehr. So sind wir dann in die Saison gegangen. Aber ordentlich, daheim wir waren ungeschlagen da zu Hause. Haben dann sogar, das Einzige, was wir gehabt haben, war Auswärtsschwäche, gewisse Auswärtsschwäche. Wir haben eigentlich nur in Köln gewonnen, ansonsten noch einen Unentschieden irgendwo geholt. Und so war das. Das war meine Aachen-Zeit. Jetzt sitzen wir hier und du kannst auf 60 Jahre zurückblicken im Sport, sag ich mal, im Fußballbusiness schon länger nicht mehr so präsent. 2019 beim VfB kam es zum Bruch. Da hast du gesagt, ich kann mir vorerst hier nichts mehr weiter vorstellen. Wie blickst du zurück auf die letzten 5-6 Jahre? Bist du fühlst dich wohl damit mit der Entscheidung oder willst daran nochmal was ändern? Das andere, die andere Frage, die ich hätte, der VfB, den wirst du sicherlich weiter verfolgen, nehme ich an, sportlich. Die Jungs machen es ja gerade ganz ordentlich, das kann man vielleicht so sagen, oder? Absolut, Gott sei Dank, muss ich sagen, die letzten Jahre waren bestimmt
kein toller Fußball, was geboten wurde. Man ist zweimal abgestiegen, ist wieder aufgestiegen. Jetzt hat man wirklich, inzwischen merkt man auch, dass Spieler da sind, die sich weiterentwickeln und positiver sich weiterentwickeln. Das hat man letztes Jahr nicht gesehen. Und man spielt jetzt auch, was wahrscheinlich nicht viele erwartet hatten, ich eigentlich auch nicht. Man spielt einen viel schöneren Fußball wie in der zweiten Liga. Man punktet auch ordentlich und gut. Also von daher ist man mit der Entwicklung im sportlichen Bereich, glaube ich, alle, die für den VfB sind, sehr, sehr zufrieden. Jetzt als Zwischenfazit, Ende Vorrunde und genügend Punkte hat man auch. Also von daher hat man jetzt mal, glaube ich, eine Basis gelegt, um positiv weiter in die Zukunft schauen zu können und dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Das Schöne ist wirklich, dass Spieler wie Kalajdzic oder Klimovic oder auch die der Silas, die Spieler da sind, die sich im Verein weiter positiv entwickeln. Und das war in den letzten Jahren nicht so der Fall, eigentlich, dass junge Talente sich positiv weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, was Gutes und was Schönes. Sosa hat sich jetzt auch unheimlich gut gemacht. Also ich muss sagen, die Mannschaft macht mir einen sehr guten Eindruck momentan und mit einer Spielfreude, die auch da ist. Und da muss man schon sagen, das ist einfach schön wieder als VfB. Als Ehrenspielführer. Und vorher haben wir es ganz kurz mal schon mal angerissen. Das ist schon was von hoher Bedeutung ist, nehme ich an, oder? Diese Auszeichnung, dass man sagt, dass man sich Ehrenspielführer nennen darf von einem Club, ist das was Besonderes oder hat das vielleicht Schaden genommen in den letzten Jahren durch gewisse Entwicklung oder ist das, wie siehst du das? Nee, ich glaube, es ist schon eine besondere Auszeichnung, die man bekommen hat. Und das ist auch eine gewisse Ehre. Mhm. Es gibt ja eigentlich nur mich als Ehrenspielführer momentan. Robert Schliens war, der leider viel zu früh verschoben ist, noch einer. Aber ich glaube, es ist auch eine Sache von Anerkennung und Leistung und deshalb bin ich auch gerne Ehrenspielführer, klar. Ja. Wollen wir noch einen Jingle abfahren, Christian? Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka. Guido, wir haben eine Sache noch nicht gemacht mit dir, haben wir im Vorfeld nicht besprochen. Jeder Podcast-Gast von uns, der neu in diese Sendung kommt, muss dieses Prozedere einmal durchlaufen. Das ist unser Podcast Tiki-Taka. Ich stelle jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und du entscheidest dich für eine Antwort und begründest die Antwort im Idealfall. Ja? Das ist relativ simpel. Ich fange mit der Kulinarik an, wie fast jede Woche. Guido, jetzt ist der Klassiker, aber der muss sein, ja. Und ich glaube, das ist zumindest gut. Da findet man eine Antwort drauf. Ja, auf jeden Fall. Live-Speise, deine persönliche Live-Speise, Geißburger Marsch oder geschmelzte Maultaschen? Jetzt kommt eine dritte Variante. Gefüllte Paprika. Echt? mit Hackfleisch, Reisfüllung? Mit oder? Hackfleisch und Reis, ja. Ah, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich auch, was ich sehr gut, sehr gern mag. Zeitreise zurück. Welchen Moment würdest du gern nochmal erleben? 92 den VfB-Titel, 90 den Weltmeistertitel. Die waren so schön, die würde ich nicht nochmal erleben möchten, weil schöner kann es nicht mehr werden, wie die zwei Sachen waren. Ich würde gerne negative Dinge ändern und nochmal erleben. Bitte, Zeitreise zurück, welchen Zeitpunkt ändern? Welchen Zeitraum, welche Tat? Also ich würde drei Spiele vielleicht gerne nochmal neu spielen. Das war das EM-Endspiel gegen Dänemark. Ja. Als wir wirklich uns, ich glaube von 10 Mal hätten wir da 9 Mal gewonnen und in dem Spiel haben wir verloren. Das irgendwie nochmal neu angehen, neue Strategie oder vielleicht hätten wir da noch was besser machen können. Genauso das 94er Viertelfinal aus gegen Bulgarien damals. Das sind also solche Dinge, die würde ich gerne nochmal neu machen und neu aufmischen und das Ergebnis neu ändern. War das nicht das Stinkefingerspiel mit Effenberg? War das nicht das? Das war davor. Das war das Turnier, aber ich hätte in Anlehnung an 94 hätte ich vielleicht noch eine Anschlussfrage. Klar, das Viertelfinale würdest du gerne nochmal spielen. Würdest du auch gerne mal mit den Village People auf der Bühne stehen und Far Away in America singen?
Ja, das war ein tolles Erlebnis, muss man sagen. Also, ja, das war, ich fand das Lied auch ganz gut. Ja, also, das geht ins Ohr. Also ja. Mir hat das unheimlich gefallen und das hat eigentlich auch irgendwo auch mit dazugehört. Also von daher. Aber es war halt im Studio sehr, sehr eng und sehr warm, als wir mit unseren 21 Fußballspieler und die Village People auch noch mit ihren 5, 6, wie viele Crewmitglieder und die sind mit ihren Indianerkostümen da mit drin gewesen. Großartig. War einfach eine tolle Sache und die, hat sich. Die CD hast du bestimmt noch daheim, nehme ich an, oder? Oh, genau, ja. Okay, letzte noch. Sportliches Hobby. Bist eher der Wintersporttyp oder Tennis, Golf und doch ab und zu noch Fußball? Also Tennis, Golf und ab und zu Fußball. Golf nicht, ja. Tennis, Skifahren, Winter ja, Fußball ja und Golf nicht bis jetzt. Kann auch kommen. Ich bin noch zu jung dafür. Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen, unseres Gastes. Guido, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns, diese kleine Zeitreise zu unternehmen. Wir hoffen, euch da draußen hat es auch großen Spaß gemacht. Wir können nur das machen, was wir auch sonst immer dann sehr, sehr gerne machen, die erneute Einladung aussprechen. Ich glaube und hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir hier in Schmuckerrunde miteinander sitzen und uns unterhalten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich habe natürlich, das kann das auch nur noch mal betonen, vielen Dank, Guido, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht. Wenn ihr uns zeigen wollt, wie sehr, dann lasst uns einen Kommentar da unter der Sendung oder meldet euch bei Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt die Kanäle alle. Ansonsten würde ich sagen, wir machen einen Knopf dran an die Geburtstagssendung sozusagen von Guido Buchwald. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.